Bücherwurm. Manchmal sehe ich junge Leute in der Bar mit ihren Smartphones spielen und frage mich, ob sie jemals ein Buch in der Hand hatten. Ein richtiges Buch, nicht nur eine Datei auf einem E-Book-Reader. Der Geruch von altem Papier, das leise Rascheln der Seiten. Schon als Kind habe ich ein Buch nach dem anderen verschlungen. Abends im Bett erkundete ich die Schatzinsel oder ich begleitete Alice auf ihren Abenteuern im Wunderland. Mein Wunderland waren Bücher. Zwischen zwei Buchdeckeln verbargen sich unglaubliche Abenteuer. Helden und Bösewichte erwachten in meinem Geist zum Leben und wurden meine besten Freunde. Deshalb liebe ich meinen Beruf. Ich bin Restaurator, spezialisiert auf Bücher. Oft kommen Leute zu mir, um ihre Lieblingsbücher aus Kindertagen neu binden zu lassen. Das Lächeln auf ihrem Gesicht, wenn sie ihr Buch in Empfang nehmen, ich glaube, das macht diesen Job so besonders für mich. Ich will gerade den Laden aufschließen, als mein Päckchen auffällt. Es liegt direkt vor der Tür. Vermutlich hat es nicht durch den Briefschlitz gepasst. Ich hebe es also auf, ärgere mich kurz über den Postboten und öffne dann die Tür. Wie jeden Tag beginne ich die Arbeit mit meiner morgendlichen Routine. Erst die Einkäufe, die ich auf dem Weg hier besorgt habe, in den kleinen Kühlschrank in der Teeküche stellen, dann die Kaffeemaschine anschalten, den Computer hochfahren und die Post sortieren. Einen Stapel für Werbung, einen für wichtige Briefe. Danach ist in der Regel der Kaffee fertig. Ich drehe noch das Schild in der Ladentür um, sodass die Seite mit der Aufschrift geöffnet zur Straße zeigt. Dann gehe ich nach hinten in meine kleine Werkstatt und beginne mit der Arbeit. Während ich diesen Automatismus abspule, fällt mein Blick auf das Päckchen. Es ist mir vorher nicht aufgefallen, aber es stehen weder Absender noch Adressat darauf. Ich zerschneide das Paketband mit einem Skalpell und entferne vorsichtig mehrere Lagen Packpapier. Dass sich darin ein Buch befindet, überrascht mich nicht besonders. Aber als ich mit der Hand über den verwitterten Ledereinband streiche, schlägt mein Herz schneller. Dieses Buch ist alt. Sehr alt. Vielleicht mehrere hundert Jahre. Ich öffne vorsichtig den Buchdeckel, schließe die Augen und berühre die erste Seite behutsam mit den Fingerspitzen. Es ist echtes Pergament. Das spüre ich sofort. Feinste Qualität, wie man sie nur aus den besten Tierhäuten herstellen kann. Dann beuge ich mich zum Buch und atme tief durch die Nase ein, um den Duft in mich aufzusaugen. Den Duft nach altem Leder und Staub. Nach modrigen Kellergewölben und Eisengallustinte. Schon jetzt ist mir klar, dass es sich um ein besonderes Buch handelt. Ich weiß, ich sollte es zu einem Experten bringen. In ein Museum vielleicht. Aber ich kann nicht. Ich beginne zu lesen. Es scheint eine Klosterchronik zu sein. Eine Jahreszahl ist in kunstvollen Lettern auf die erste Seite geschrieben. Anno Domini Nostri, 1349. Auf dasselbe Jahr ist auch der folgende Text datiert. Ein Mönch namens Zacharius schreibt über eine Belagerung. Lange können wir nicht mehr ausharren. Wir werden unsere Leben lassen. Ob wir an Hunger zugrunde gehen oder von den Barbaren geschlachtet werden. Nahrungsmittel gehen zu Neige. Und auch an allem anderen ist ein großer Mangel. Ich habe eine Lösung gefunden. Doch sie wird meinen Brüdern nicht gefallen. Weh mir, wenn sie es herausfinden. Es wird mein Ende sein. Doch mein Werk wird weiterleben. Ein Klingeln lässt mich aufschrecken. Ich blicke zur Tür. Eine Kundin kommt, um ihre Bestellung abzuholen. Ich grüße flüchtig, suche das Buch aus dem Regal und schiebe es wortlos über den Tresen. Als sie wieder weg ist, setze ich mich sofort wieder vor die geheimnisvolle Chronik. Das nächste Kapitel ist deutlich später datiert. AD 1490. Ich vermute, dass ein paar Seiten fehlen. Ich kann den Text nicht lesen. Das Pergament ist sehr brüchig und es gelingt mir nur mit Mühe, ein paar Worte und Satzfetzen zu entziffern.
Das Feuer verzerrte ihre sündhaften Leiber, um ihre Seelen mit dem Licht des Herrn zu erfüllen. So jung, so voller Unschuld. Der Teufel geht andere Wege. Ein paar Skizzen zeigen mittelalterlich anmutende Foltergeräte. Ich denke, es geht irgendwie um Hexen- und Zaubererverfolgung. Nur den letzten Satz verstehe ich nicht. Du, mein Bruder, wirst das ewige Leben erlangen, denn du hast mich gefunden. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es schon 22:30 ist. Ich muss schon seit Stunden über dieses Buch gebeugt sitzen. Meine Augen brennen und ich kann mich kaum noch konzentrieren. Also beschließe ich, am nächsten Tag weiterzulesen. Mein übermüdeter Verstand lässt Schatten in meinem Augenwinkel vorbeihuschen, die verschwinden, als ich versuche, meinen Blick auf sie zu fokussieren. Die engen Gassen der Innenstadt verschwimmen immer mehr vor meinen Augen und ich bin froh, als ich meine Haustür erreicht habe. Ich falle sofort in mein Bett und schlafe, bis das Schrillen des Weckers mich weckt. Wieder mache ich mich auf den Weg in den Laden, arbeite meine Morgenroutine ab und setze mich dann sofort an meinen Schreibtisch. Ich weiß nicht warum, aber ich will so schnell wie möglich weiterlesen. Wieder eine neue Jahreszahl. AD 1523. Ein Gedicht. Ich komm zu dir. Komm du mit mir. Aus uns wird wir. Und wir sind ewig. Ich denke eine Weile darüber nach. Es könnte vielleicht eine Art Rätsel sein. Ich überlege, aber es fällt mir nicht viel dazu ein. Merkwürdig. Langsam beginne ich mich zu fragen, was der Sinn dieses Buches ist. Ich blättere weiter zur nächsten Seite. 1655. Nur ein paar Zeichen. Ich verstehe sie nicht. Tod heißt das Vergessen. Erinnerung heißt das ewige Leben. Hat irgendjemand unten auf die Ecke der Seite gekritzelt? Was soll das alles? Nichts in diesem Buch ergibt einen Sinn für mich. Es klingelt. Ich schrecke hoch. Niemand da. Ich stehe trotzdem auf und gehe nach vorne zum Tresen. Draußen ist es dunkel. Wie lange habe ich gelesen? Die Uhr zeigte 11:20 Uhr. Ich kann noch nicht aufhören. Ich will noch weiterlesen. Eine Seite. Wenigstens noch eine Seite. Die unleserlichen und verwitterten Passagen überspringe ich. 1718. Spanisch? Ich glaube, es ist Spanisch. Vielleicht auch Latein. Ich weiß es nicht. Mein Kopf ist so leer. Doch er fühlt sich an, als würde er bersten. Ein pulsierender Schmerz breitet sich von meinen Schläfen über meinen gesamten Kopf aus. Ich kann nicht. Konnte nicht mehr lesen. Kann die Augen nicht mehr aufhalten, den Kopf nicht mehr aufrecht halten. Ein Klingeln weckt mich, aber es ist nicht mein Wecker, es ist die Glocke der Ladentür. Langsam stehe ich auf und schlurfe nach vorne in den Verkaufsraum. Das Buch, das der Mann abholen will, ist noch nicht fertig. Ich murmle, es sei noch in Arbeit. Es habe unvorhergesehene Probleme gegeben. Er solle morgen wiederkommen. Dann sei es ganz bestimmt fertig. Ohne seine Reaktion abzuwarten, drehe ich mich um und gehe zurück in die Werkstatt. Das Buch erwartet mich. Anatomische Zeichnungen. War das die Seite, die ich aufgeschlagen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Mit feinen Federstrichen ist das Bild eines Mannes gezeichnet. Auf seinem Rücken sind einige Stellen schraffiert und mit Beschriftungen versehen. Doch ich kann die Schrift nicht lesen. Ich blättere weiter und weiter. 1812. Du verstehst es nicht.
Du kannst es nicht verstehen. Doch bist du blind. Bald wirst du sehen. 1849. Hab keine Angst. Es ist ein Geschenk. 1901. Die Zeit war so kostbar, so knapp. Doch jetzt nicht mehr. Ich schlafe nicht. Ich werde nie mehr schlafen. Und weiter. 1934. Wer ist König? Wer Volk? Wer der Narr? Erkennst du die Zeichen? Wir sehen sie. Wir sehen alles. Wissen alles. Lachend werden wir auf euren Gräbern tanzen, wenn ihr zu Staub zerfallen seid. Das meiste ist unlesbar. Was ich lesen kann, ergibt keinen Sinn. Oder liegt es an mir? Ich bin so müde. Warum kann ich nicht aufhören? 1981. Sei ein Teil von uns. Als ich den Satz lese, höre ich ihn in meinem Kopf. Erst ganz leise. Lauter. Immer lauter. Zahllose, grotesk verzerrte Stimmen rufen nach mir. Wieder diese Schmerzen. Unerträglich hämmert ihr Geschrei von innen gegen meinen Schädel. Dann endlich Stille. Nur ein leises Flüstern. Doch mein Werk wird weiterleben. Das Klingeln der Ladentür lässt mich zusammenzucken. Auszug aus dem Polizeibericht. 28.07.2020. Die Beamten fanden eine unbekleidete männliche Leiche auf dem Boden liegend vor. Ein großes Stück Haut vom Rücken fehlte. Eine Befragung der Nachbarn an Hang A hat bisher zu keinen Ergebnissen geführt. 29.07.2020. Kutis und Subkutis wurden vom Rücken entfernt. Beginnend etwa auf der Höhe des ersten Brustwirbels bis hinunter zum Kreuzbein. Die Verletzung wurde prämortal zugefügt, etwa 1 bis 2 Stunden vor Eintritt des Todes. Andere Verletzungen wurden nicht festgestellt. Als Todesursache wird ein Kreislaufzusammenbruch infolge des Blutverlustes angenommen. 12.08.2020. Die Ermittlungen wurden ohne Ergebnisse eingestellt. März. Ich meine, zuerst hat man immer Schiss. Ist doch logisch. Angst ist die natürliche Reaktion eines Menschen auf alles, was ihm unbekannt und fremdartig, dadurch sogar noch ziemlich bedrohlich erscheint, weswegen man mir meine kurze Panikphase jetzt nicht wirklich verübeln kann. Aber beim zweiten oder vielleicht auch erst beim dritten Mal fängt es dann allmählich an, richtig viel Spaß zu machen. Und man fragt sich, warum man sich vorher überhaupt so sehr ins Hemd gemacht hat. Denn was würdet ihr tun, wenn ihr immer zur gleichen gehirnamputierten Ansage irgendeines irrelevanten Radiomoderators aufwachen würdet? An demselben bewölkten Tag, an dem irgend so ein alter Knacker auf der Straße unter eurem Fenster über den Bordstein stolpert? Und ja, der Anblick war auch bei der 12. Wiederholung noch zum Brüllen. Ihr würdet euch zuerst in die Hose machen, dann ein wenig Panik schieben und nach der ganzen Existenzkrisen, bitte glaubt mir doch Sache, ein wenig Spaß haben, oder? Und ja, das ist alles, was ich tun konnte, nachdem ich der Tag ohne ersichtlichen Grund gefangen genommen hatte. Schließlich wollte mir auch trotz der Beweise, die ich liefern konnte, keiner glauben. Verständlich, sie
hatten Angst und nicht so viele Tage wie ich, um diese unwichtigen Gefühle zu überwinden. Außerdem waren alle von ihnen verdammte Idioten. Bevor du dich das fragen kannst, ich habe schon alles versucht, um einen Fluch aufzuheben. Bei einem Kumpel übernachtet, so weit gefahren wie man kann, irgendwelchen Schamanen viel unnötigen Zaster gegeben und das eigene Haus in die Luft jagen. Ich habe mich sogar von dem Hochhaus in der 17. Straße gestürzt, was ja eigentlich ganz witzig ist, bis man den Asphalt küsst, weil, aua. Aber jeden Morgen wache ich in meinem Bett auf, eingemummelt und wohlbehütet. Der Kalender ist einfach auf dem 19. März stehen geblieben. Und Mann, hat mich das beim ersten Mal abgefuckt. Meine erste Amtshandlung als Nachahmer von Täglich grüßt das Murmeltier war, über den alten Sack zu lachen, der beim Stolpern richtig beschissen aussah und noch dümmer guckte, sobald er auf den Boden aufkam. Was denn? Es gab immerhin keine Konsequenzen dafür. Abgesehen von einigen entfremdeten Blicken hoch zu meinem halb offen stehenden Schlafzimmerfenster. Sollen die mal den Stock aus dem Arsch nehmen? Ich bin mir sicher, dass auch einige von denen sich ein Kichern verkneifen oder zumindest mit einem vorgetäuschten Hustenanfall touchieren mussten. Also sollen die mal nicht einen auf Gutmensch machen. Nach einer Weile begann ich immer weiter zu gehen. Das erste Mal war ich wirklich frei in meinem Leben, was eigentlich ironisch ist, wenn man bedenkt, dass ich im selben Tag feststecke. Doch allem Anschein nach konnte ich alles tun, was ich wollte, ohne daran gehindert zu werden oder danach unter meinem Handeln zu leiden. Warum sollte ich das also nicht ausnutzen, wenn ich schon in einem unendlichen Kreislauf gefangen war? Ich habe Autos gestohlen, Prügeleien angezettelt, meinem Boss eine reingehauen, den Garten des Nachbarn abgefackelt, seinen Hund getreten, das Mistvieh kackt mir regelmäßig in die Einfahrt, Läden ausgeräumt, Häuser beschmiert, Staatseigentum zerstört, fremden Leuten in öffentlichen Verkehrsmitteln das Handy aus der Hand gerissen und aus dem Zug geworfen, sobald sie zu laut in den Hörer brüllten. Ich will ja nicht angeben, aber viele Frauen in der Stadt waren auch nicht mehr sicher vor mir, nachdem ich mit ein paar Versuchen genau wusste, was sie hören wollen. Aber selbst wenn sie mich nicht wollten, war es eher einfach, sie zu kriegen. Und jetzt schwingt nicht gleich mit der Moralkeule. Am nächsten 19. März haben sie doch eh alles wieder vergessen. Da spricht nicht das Geringste dagegen, sich ein wenig auszutoben. Von wegen traumatische und seelische Schäden. Wen juckt's? Glaubt mir, nach genügend Zeit hättet ihr es auch getan. Selbst wenn man mich erwischte, war das Schlimmste, was passieren konnte, dass ich starb. Denn nach meinem Tod wachte ich immer wieder am selben Ort auf. Oder in dem angenehmeren Fall, wenn die Uhr Mitternacht schlug. Wie so eine etwas weniger jugendfreie Version von Aschenputtel konnte mir also einfach nichts passieren. Unverwundbarkeit war ein Dreck dagegen. Ich starb und ich öffnete meine Augen. Tief vergraben in meinem warmen, kuscheligen Bett, in dem ich einige Tage verbrachte, um sämtliche Serien auf Netflix durchzusuchten. Und ja, man gewöhnt sich an den Tod. Wenn man den Schmerz hinter sich hat, ist er nicht einmal mehr so übel. Die Welt war meine Schlampe. Ich bekam, was oder wen ich wollte, wann ich wollte. Und es war geil. Die einzige Konstante in meinem Leben war der alte Knacker. Er brachte mich morgens immer in die richtige Stimmung, so falsch das jetzt auch klingen mag. Einmal stieß ich ihn abermals nieder, nachdem er sich gerade erst aufgerappelt hatte, was mir lediglich einen bitterbösen Blick einbrachte, weil er zu alt war, um mir irgendetwas tun zu können. Ein paar Tage danach schlug ich ihm grundlos in die Magengrube. Es ging immer so weiter. Ab und zu nur mit Ohrfeigen und an Tagen, an denen ich den Kreislauf verfluchte, vielleicht mit etwas heftigeren Ausbrüchen von meiner Seite. Aber erst Wochen später trat ich auf ihn ein mit dem Ziel, ihn zu töten, was die restlichen feigen Arschgesichter dazu brachte, abzuzischen, anstatt ihm zu helfen. Zivilcourage, meinen Arsch. Das Geräusch seiner brechenden Knochen sandte angenehme Schauer meinen Rücken hinab. Und ich hörte erst auf, als ein eigentlich ekliges Schmatzen an mein Ohr drang.
Für mich war es in dem Moment einfach nur die schönste Symphonie auf Erden. Scheiß auf ihn. Vielleicht ist er schuld, dass ich hier feststecke. Was denn? Kann doch sein. Der Tag danach war jedoch anders. Als ich aus dem Fenster sah, stolperte der Mann nicht wie gewöhnlich über seine eigenen Füße. Er fiel auch nicht zu Boden. Stattdessen stand er auf dem Bürgersteig unter meinem Fenster und blickte zu mir hinauf. Unbeweglich. Vollkommen ruhig und mit einem beinahe apathischen Gesichtsausdruck. Ich rannte sofort aus dem Haus, um zu sehen, ob ich endlich frei war. Aber alles andere blieb genau gleich. Wieder das junge Pärchen, das vorbeilief. Wieder der Postbote, der sich verfahren hatte. Wieder ein Scheißhaufen in meiner Einfahrt. Aus Frust tötete ich das alte Arschloch nochmal. Diesmal aber weniger zeremoniell, indem ich ihn mit dem Auto rammte, weil ich ohnehin noch ein paar Chips aus dem Supermarkt um die Ecke klauen wollte und zu faul war zu laufen. Er machte keine Anstalten auszuweichen. Hier sollte das Recht sein. Am nächsten Morgen starrte er mich wieder an. Nur entdeckte ich ihn dieses Mal erst, als ich meine Haustür öffnete und er genau vor dieser bereits auf mich zu warten schien. Ich schrie ihn an, dass er mich gefälligst in Ruhe lassen sollte, schubste ihn grob zurück und rammte ihm mein Knie in die Kronjuwelen. Doch selbst das entlockte ihm keine weitere Reaktion, abgesehen von einem scharfen Einatmen. Auch am nächsten Tag kam er näher. Und näher. Bis ich schließlich aufwachte und er am obersten Ende meiner Treppe angekommen war. Er starrte mich an. Ich begann ihn zu verprügeln, zu erstechen, zu erwürgen. Ich zündete ihn an, riss ihm den Kopf ab, sperrte ihn im Keller ein. Egal, was mir in den Sinn kam, um ihn irgendwie loszuwerden. Aber jeden Morgen rückte er ein wenig näher an mein Bett heran. Und jeden Morgen wurde sein Gesichtsausdruck ein wenig zorniger. Jetzt bin ich hier. Und ich glaube, ich verdiene das, in der Dunkelheit zu erwachen, nicht atmen zu können. Ich habe ein Kissen auf dem Gesicht. Keine Ahnung, wie oft ich schon gestorben und wieder aufgewacht bin. Ich schlage um mich, winde mich, gerate in Panik. Aber neben dem Druck auf meinem Gesicht halten mich mehrere Hände auf der Matratze zurück. Hände, die sich nicht wie Hände anfühlen. Es bleibt mir keine Chance. Ich sterbe. Ich wache auf. Ich beginne zu vergessen. Wer bin ich nochmal? Wo bin ich nochmal? Ich sterbe. Und ich sterbe nicht. Der Kalender ist auf dem 19. März stehen geblieben. Es ist ein bewölkter Tag und die Leute in diesem Kreislauf leben ihn wie jeden anderen Tag ihres unbedeutenden Lebens auch. Manche stehen auf, manche tätigen gerade ihren Einkauf, manche sind bereits auf der Arbeit. Der Kalender ist auf dem 19. März stehen geblieben. Für mich dauert er nur ein paar Sekunden. Angst in der Dunkelheit. Obwohl du erst vor kurzem in diese Gegend gezogen bist, hast du dich schon richtig in die Landschaft verliebt. Saftige Wiesen, zerklüftete Bergwände, breite Flusstäler, dunkle Wälder, geheimnisvolle Moore. So oft es dein stressiger Alltag erlaubt, gehst du wandern. Besonders gern hältst du dich in den lichten Auen der Bäche und Flüsse auf. Allerdings bist du auch den dunklen und weiten Bergwäldern nicht abgeneigt. Als es dich am späten Nachmittag wieder einmal dorthin verschlägt, willst du deine gewohnte Tour gehen und
Diese beginnt an einer Kreuzung im Wald. Du wendest dich nach links, in Richtung Brücke. Nach etwa 5-minütigem Fußmarsch und einem lockeren Lied auf den Lippen erreichst du sie. Oder besser gesagt, das, was von ihr übrig ist. Sie ist weg, hinabgestürzt in die felsige Schlucht, die sie einst überspannte, wo der Wildbach gefährlich rauscht. Du trittst mit verunsicherter Miene nah an den schwarzen Schlund heran und blickst hinunter. Im schwindenden Sonnenlicht kannst du schwach die Überreste der Brücke erkennen. Sie wurde von einem alten, knorrigen Baum hinuntergerissen. Du wunderst dich. So einen Baum hast du hier noch nie gesehen. Vor allem nicht in der Nähe der Brücke. Irgendetwas kommt dir an ihm merkwürdig vor. Eine unheilvolle Aura geht von ihm aus. Seine langen, dürren Äste recken sich dir wie Finger entgegen. Du fühlst, wie sie dich hinunterziehen. Du gehst einen Schritt näher an den Rand der Schlucht heran. Noch einen. Und noch einen. Du spürst, wie du die Kontrolle verlierst. Es holt dich zu ihm. Die Welt verschwimmt vor deinen Augen. Du kannst nur noch den Baum sehen, wie er wächst. Er größer wird. Knackend greifen seine Äste nach dir. Ein irres Lachen rast wie ein Echo durch deine Gedanken. Glühende Augen brennen sich in deine Seele. Dunkelheit breitet sich aus. Du kannst dich nicht bewegen. Alles wird schwarz. Mit einem Schrei erwachst du. Zitternd liegst du auf dem Weg. Es ist inzwischen Nacht geworden. Du atmest flach und schnell. Versuchst, dich zu beruhigen. Du hattest wohl nur einen Schwächeanfall und bist zusammengebrochen. Du atmest noch einmal tief die frische Bergluft ein und stehst langsam auf. Du gehst noch einmal zur Schlucht und schaust hinunter. Der Baum ist weg. Du wunderst dich nicht darüber. Denkst, du hast ihn dir nur eingebildet. Du bist müde und willst nach Hause. Du wendest dich um und gehst mit noch etwas unsicheren Schritten den Weg zurück. Nach etwa 6 Minuten fragst du dich, wann du die Kreuzung erreichst. Noch bist du nicht sehr beunruhigt, dass sich der Nachhauseweg im Dunkeln immer länger anfühlt. Du gehst weiter. Immer weiter. Nach einer gefühlten halben Stunde bekommst du es mit der Angst zu tun. Vielleicht hast du sie einfach nur im Dunkeln verpasst und bist geradeaus weitergegangen? So musste es sein, denkst du dir, und gehst den Weg wieder zurück. Der Wald an den Wegseiten wird immer dichter. Mit klopfendem Herzen realisierst du, dass der Weg nach unten führt, nicht geradeaus, wie du ihn hergegangen bist. Wind rauscht durch die trockenen Äste der Bäume und lässt sie knacken und ächzen. Gänsehaut zieht sich deinen Nacken entlang, als du an den komischen Traum denken musst, in dem der unheimliche Baum dieselben Geräusche von sich gab. Ein seltsames Gefühl überkommt dich, wie wenn du beobachtet wirst. Dein Herz klopft. Ein besonders lautes Knacken lässt dich keuchend umfahren. Da ist nichts. Natürlich ist da nichts, du Dummkopf, versuchst du dich zu beruhigen. Du gehst weiter. Du hörst leise Schritte hinter dir. Dein Herzschlag setzt für einen Moment aus und du bleibst zitternd stehen. Die Schritte verstummten ebenfalls. Es waren deine eigenen. Ein kurzes panisches Lachen entfährt deinen Lippen. Das Schrittgeräusch setzt wieder ein, lauter als zuvor. Dir wird übel und du beschleunigst deinen Gang. Du rennst fast. Du siehst dich nochmal um. Du bist sicher, dass jemand da ist. Du kannst in der Dunkelheit nichts sehen, aber plötzlich fixieren deine Augen tanzende Schatten hinter dir. Du schreist heiser und beginnst zu rennen. Die Schatten, schwärzer als die Nacht, greifen nach dir. Wie der Baum im Traum. Der Baum im Traum. Der Baum. Der Baum. Der Baum. Tränen laufen über deine geröteten Wangen. Du
rennst so schnell wie noch nie in deinem Leben, mit einer Angst im Herzen, wie du sie noch nie zuvor verspürt hast. Die Dunkelheit selbst scheint dich zu verschlingen. Ein Schatten legt sich auf deine Schulter. Unglaubliche Kälte durchströmt deinen Körper. Am Rande deines Bewusstseins erklingt wieder dieses schaurige Lachen. Verdoppelt sich, verzehnfacht sich, bis es deinen kompletten Kopf ausfüllt. Du fällst hin und hältst deinen Kopf. Es fühlt sich an, als würde er platzen. Du krallst dich im Moos fest, stellst fest, dass du nicht mehr auf dem Weg bist. Es ist dir egal. Alles ist egal. Du vergisst, wo du dich befindest. Du vergisst die Schatten. Es existieren nur noch du und das Lachen. In einer ewigen Welt aus Schmerzen und Qual. Du übergibst dich und spürst, wie heißer Urin deinen Oberschenkel hinabkriecht. Mit einem Schlag ist das Lachen aus deinem Kopf verschwunden. Erleichtert atmest du aus. Du beginnst zu weinen. Dicke Tropfen landen auf dem moosigen Waldboden und versickern darin. Doch etwas stimmt nicht. Das Lachen war zwar aus deinem Kopf verschwunden, aber du kannst es trotzdem noch hören. Langsam schaust du auf. Vor dir steht der Baum. Bedrohlich streckt er seine dürren Äste gen Nachthimmel, wo kein einziger Stern sichtbar ist. Er verströmt dunkelste Finsternis. Du bemerkst etwas, das dir vollends den Atem raubt. Aus der trockenen Rinde des Baumes wächst etwas heraus. Es ist entfernt menschenähnlich, hat spitze Zähne und lange spitze Ohren. Äste wachsen wie Haare aus dem Kopf der Kreatur. Ihre borkenähnliche Haut ist mit einer rötlich schimmernden Linie mit dem Baum verbunden. Du erkennst, dass es Blut ist, das langsam hervorquillt. Es streckt seine überlangen, astartigen Finger nach dir aus. Seine roten Augen verdrängen alles aus deinem Bewusstsein. Es greift dich mit seinen Krallen fest um die Brust und hebt dich vor sein Gesicht, grinst dich wie verrückt an und fragt dich mit einer rauen, unnatürlichen Stimme: Hattest du Angst in der Dunkelheit? Du wirst ohnmächtig, spürst nur noch die kalten, hölzernen Hände, die dich festhalten, die spitzen Zähne an deinem Hals und bald darauf nichts mehr. Nur noch Dunkelheit. Das Helvetica-Szenario. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Es ist eine Zeit voller Fortschritt, nicht wahr? Schau dich nur mal um. Computer, Internet, Fernsehen, Spielekonsolen, Mobiltelefone, Fastfood, Massenproduktion, Hightech, Wissenschaft, Forschung, Medikamente für fast alle Krankheiten und so vieles mehr. In so einer wunderbaren Welt vergisst man schnell, dass jeder Fortschritt Gefahr mit sich bringt, nicht wahr? Hast du in der Schule gut aufgepasst? Weißt du, was Calcium ist? Na sicher weißt du das. Calcium ist ein chemisches Element der zweiten Hauptgruppe mit der Ordnungszahl 20 und zählt zu den Erdalkalimetallen. Weißt du, wie wichtig Calcium für den menschlichen Körper ist? Für das Leben generell? Schau mal auf deine Hände. Weißt du, wieso deine Haut da ist? Wieso sie nicht schon lange vom Rest deines Körpers gefallen ist und vermodert? Calcium. Früher hatte meine Mutter immer gesagt: Trinke deine Milch, damit du gesund bleibst und groß und stark wirst. Warum hat sie das gesagt? Tja, in Milch ist Calcium. Viel Calcium. Das braucht der Körper. Aber warte mal, es gibt doch so viele Menschen auf der Welt. Gibt es denn genügend Calcium für alle? Die können doch nicht alle so viel Milch trinken. Richtig. Und ja,
Calcium ist auch in anderen Lebensmitteln. Aber der Grundgedanke stimmt. Es wäre doch schrecklich, wenn einige Menschen die Haut in langen, klebrigen Fäden vom Körper rutschen würde. Nicht wahr? Ja, das dachten sich auch ein paar kluge Wissenschaftler. Zum Glück leben wir in einer Zeit des Fortschritts. Lebensmittelzusätze hieß das einfache Zauberwort. Lass die Milch weg, mein Kind. Die hat doch so viel Fett. In dem Brot dort ist auch Calcium. Schön. Tatsächlich. Überall ist Calcium drin heutzutage. Weißt du, woher es kommt? Aus der Fabrik. Es ist industriell. Du fragst dich jetzt sicherlich, warum erzählt dieser Verrückte mir das die ganze Zeit? Mich interessiert das doch gar nicht. Calcium, mir doch egal, wo es herkommt. Es ist doch letztendlich sowieso das Gleiche. Ja, mag stimmen. Industrielles Calcium und natürliches Calcium. Würde man sie nebeneinander in zwei Häufchen legen, wäre kein Unterschied erkennbar. Aber das heißt noch lange nicht, dass es keine gibt, nicht wahr? Der Unterschied ist fein. So winzig, unter keinem Mikroskop der Welt erkennbar. Weißt du, wie man industrielles Calcium noch nennt? Instabiles Calcium. Warum? Tja, es gelingt dem Menschen nur selten, die Natur perfekt nachzubilden. Und das gleiche gilt für Calcium. Das Calcium in deinem Essen, welches du tagtäglich zu dir nimmst, ist eher ein Prototyp. Dieser Prototyp sieht perfekt aus, aber er ist uns damals, als wir ihn entwickelten, irgendwie misslungen. Betrachtet man sich das künstliche Calcium, scheint alles zu stimmen, bis hier und da ein Atomkern entscheidet, seinen Platz zu verlassen. Das wäre der Zeitpunkt, an dem ein Molekularphysiker sagt, die Struktur zerfällt. Stell dir vor, das würde genau jetzt in deiner Haut passieren. Die Zellen würden langsam mutieren, sich verbinden. Die Haut würde über Augen, Ohren, Nase und Mund wachsen, ihre Struktur komplett verändern. Sie würde danach klebrig werden oder steinhart. Sie würde kochen oder wie Eis zerspringen und aufplatzen. Und das alles bei vollem Bewusstsein. Die Vorstellung ist nicht schön, oder? Aber ich darf dich beruhigen. Unser Körper ist ein Meisterwerk der Natur. Milliarden von kleinsten chemischen Teilchen huschen gerade in diesem Augenblick durch deinen Körper. Man nennt sie Enzyme. Ohne diese Helferlein wärst du nichts. Sie machen alles für dich. Sie regeln jeden einzelnen biochemischen Prozess. Sie transportieren jeden Stoff in deinem Körper, bauen ihn um, leiten die Sinnesreize weiter. Enzyme kopieren sogar deine DNA, sodass dein Körper erst in der Lage ist, neue Zellen zu bilden. Ziemlich wichtig, oder? Rate mal, was dein Körper dank der Enzyme auch noch kann. Genau, er kann aus dem von Menschenhand geschaffenen instabilen Calcium wieder ein stabiles und reines Calcium in seiner ursprünglichen Form herstellen. Das ist der einzige Grund, warum du jetzt hier sitzen kannst und das hörst. Man könnte das jetzt ein Happy End nennen, nicht wahr? Wenn da nicht noch ein kleines Problem wäre. Gerade in diesem Moment rasen zwar Milliarden von Enzymen durch deinen Körper, aber diese kleinen Dinger sind nicht so unfehlbar und perfekt, wie du es dir vorstellst. Sie machen Fehler. Ja, du hast richtig gehört. Jede Sekunde deines Lebens, in jedem Augenblick, jedem Atemzug, macht dein Körper hunderttausende kleine Fehler. Zum Glück kann er diese schnell wieder ausbessern. Meistens zumindest. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass durch solch einen Fehler tatsächlich instabiles und unverarbeitetes Calcium in deine Körperzellen gerät, ist unglaublich klein. Aber ausgeschlossen ist dies nicht. Wir Wissenschaftler nennen dies das Helvetica-Szenario. Mein Beileid gilt bereits jetzt der Person, welche den Präzedenzfall für dieses Szenario abliefern wird. Und dieser Tag wird kommen. Es ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. Man zählt 1 und 1 zusammen. Milliarden Enzyme, hunderttausende Fehler jede Sekunde, hier und da ein kleines Calciumatom,
Ein einziger Fehler an der richtigen Stelle. Irgendwann ist immer das erste Mal. Also schau gut auf deine Hände. Vielleicht bist du der Erste. Finsterblatt. Schon einmal vom sagenumwobenen Knarzwald gehört? Dieser lag in einer der abgelegensten Ecken Deutschlands in einem von Sümpfen durchzogenen Tal, das nur ein abgeschiedenes Dorf sein Heim nennen konnte. Ein Wald, so alt und finster, dass selbst die Zeit vergaß, wann die verfluchten Sprösslinge aus dem Schlund der Erde gekrochen kamen. Es war einer der wenigen Orte Deutschlands, der bisher von Axt und Säge verschont geblieben war und in seiner uralten natürlichen Pracht ruhen konnte. Man konnte es sich gut vorstellen, dass man hier Flora und Fauna entdecken konnte, welche bisher noch nicht katalogisiert wurde. Doch weitaus mehr verbarg jenes grüne Höllenloch als einfaches Getier oder irgendwelche verrotteten Blümchen. Er verbarg zu viel für den einfachen Menschenverstand. Wir schreiben das Jahr 1922. Mein Name lautet Wilhelm Heinrich Garwasson und ich war von Berufung her Weidmann. Das Geld, das ich durch die Jagd verdiente, war genug, um davon leben zu können. Doch meine Leidenschaft galt der Jagd nach imposanten Trophäen. Ich besaß eine üppige Sammlung an Geweihen und Tierköpfen, die die Wände meiner Hütte zierten. Doch misste ich stets ein ganz besonderes Exemplar, das meine Sammlung vervollständigen sollte. Ein Prachtstück, das mir unendlichen Ruhm einbringen sollte. Ja, dies war in der Tat, was ich am meisten begehrte. Und so war ich stets auf der Suche nach einer Jagdbeute, die mir gerecht für dieses Unterfangen schien. Als ich dann an einem Oktobertag von dem sogenannten Knarzwald hörte, in dem es angeblich riesige, mannshohe Wildschweine und anderes unnatürlich großes Getier geben sollte, war ich ganz entzückt von dem Gedanken, ein Abbild der gewaltigen, chromionischen Sau Faya als Trophäe mein eigen nennen zu dürfen. Ich war damals einerseits erfreut, als ich meinen alten Jägerkollegen Albrecht, der mir und dem Rest unseres Jagdvereins davon erzählte, den Standort dieses Ortes entlocken konnte, doch andererseits war ich von seinem plötzlichen Dahinscheiden zutiefst schockiert. Wenige Tage später schien er dem greifenden Wahnsinn verfallen zu sein und hatte sich mit seinem eigenen Gürtel erhangen. Er wurde von seiner jüngsten Tochter entdeckt. Welch ein armes Ding. Unser Jagdverein dachte, durch den feigen Selbstmord Albrechts seine psychologische Instabilität erkannt zu haben und tat sein Gerede über den Wald als Humbug ab. Doch ich sah eine Chance in den Worten des angeblich Wahnsinnigen. Ich war tief in mir sicher, dass Albrecht kein Irrer, sondern ein seriöser, ernsthafter Mann gewesen war, den ich in Lebzeiten Freund nannte. Zwar sah die Kirche in seinem Selbstmord Gotteslästerei und ließ sein Grab abseits des örtlichen Friedhofs ausheben, weit entfernt von seinen gottestreuen Ahnen und dem Rest unserer auf ewig ruhenden Gemeinde, doch wollte ich zumindest seine Ehre als Weidmann wiederherstellen und beweisen, dass seine Worte wahr waren. Ich war es ihm als guter Freund schuldig, und so entschied ich mich, gegen Knarzwald zu reisen, um meinen Freund zu ehren und eine Trophäe zu ergattern, die auch noch nach Generationen seinen Glanz nicht verlieren sollte. Die Reise in das von Wäldern abgegrenzte Tal erwies sich als langwierig. Den Großteil der Strecke konnte ich durch einen Lastwagen bewältigen, dessen Fahrer mich freundlicherweise mitnahm. Den Rest jedoch musste ich zu Fuß gehen. Mein Gepäck bestand aus dem nötigen Geld, um mir ein Zimmer mieten zu können, meiner alten Repetierflinte sowie passender Munition, einer alten Taschenuhr, etwas Verpflegung, einem Tagebuch samt Bleistift, einer Taschenlampe, Verbandszeug als auch einem Messer. Als ich dann im Dorf ankam, das in der Nähe des Knarzwaldes ruhte, suchte ich zunächst das örtliche Gasthaus auf und mietete mir sogleich ein Zimmer. Es schien so, als würde dieser Ort nicht allzu viele Reisende anlocken. Nun, es gab auch nichts Besonderes in dieser Gegend, das diesen Ort hätte interessant machen können.
Ehrlich gesagt ließ mich sogar diese stumpfe Normalität daran zweifeln, was mein Freund mir einst erzählte. Doch da ich bereits hier war, machte ich mich auf und suchte den Förster dieses Waldes. Denn blinde Wilderei war nicht die feine Waldmannsart. Doch das Forsthaus war verlassen. Durch einige vergangene Vorfälle wurde es geschlossen, da jeder Förster, der sich dort einnistete, nach kurzer Zeit auf mysteriöse Art und Weise verschwand. In der Tat war dies seltsam, doch die Menschen dieses Dorfes schienen unbekümmert und herzensgut. Sie waren wahre Kinder Gottes. Da es gerade mal Mittag war, entschied ich mich, den Knarzwald zu begutachten. Als ich dann im Walde war, merkte ich, dass nur spärlich Sonnenlicht in das Unterholz fiel. Obwohl es schon Oktober war, behielten die Blätter der Bäume einen graugrünen Ton. Eine Melodie aus verschiedenen Tierlauten erklang aus den grünen Büschen und Sträuchern. Der Wald war voller Leben, jedoch sah ich nie ein Tier. Nur deren Abdrücke, die ungewöhnlich weit auseinander lagen und in allerlei Größe variierten. Wunderschöne, bunte Blumen gedeihten im monotonen Gewand der Schatten, die die riesigen Bäume warfen. Es war ein seltsamer, aber doch schöner Ort. Je tiefer ich in den Wald eindrang, desto größer schienen mir die Bäume zu werden. Der Wald zog sich über mehrere kleine Höhlen und Hügel hinweg. Es gab sogar recht gefährliche, heimtückische Stellen, an denen das Unterholz sehr tiefe Senken verdeckte, in die man lieber nicht fallen wollte. Ich erinnerte mich, dass sogar ein Höhleneingang in einer dieser Senken war, doch keine einzige dieser Höhlen habe ich erforscht. Ich entdeckte etwas anderes, als ich auf der Suche nach den Tieren war. Eine riesige, lichtdurchflutete Lichtung erstreckte sich vor mir. Mächtige, schwarze Monolithen aus mir unbekannten Gestein bildeten einen Kreis. Deren Formen waren schwer zu beschreiben, denn sie waren so seltsam gestaltet, dass selbst ein begnadeter Bildhauer sie nicht hätte meißeln können. Möglicherweise wurden hier profane Rituale gehalten, oder dies war einst der Treffpunkt eines Druidenzirkels. Jedoch wusste ich, dass an diesem Ort etwas Uraltes ruhte. Der Einfluss dieser Macht war spürbar. Ich wanderte umher und betrachtete jeden Monolithen einzeln. Die Oberfläche war so glatt und frei von jeglichem Schmutz, dass man denken konnte, dass es sich um ein von Gott geschaffenes Werk handle. Doch an einem dieser Monolithen entdeckte ich ein widerwärtiges Sekret. Es war abartig milchig und gelblich getönt. Es schien klebrig zu sein. Ich wagte es nicht anzufassen. Es ekelte mich einfach zu sehr an. Doch das, was sich am Rande dieses Sekrets bildete und ich auf den ersten Blick als eigenartigen Pilz abtat, zwang mich zum sofortigen Erbrechen. Es bildete sich dort eine Art fleischiges, dampfendes Gewebe. Es war leichenblau und blutrot und sah aus wie die herausgenommenen Eingeweide eines Leichnams. Doch zu meinem Entsetzen atmete es sogar. Es schien zu leben. Solch etwas war mir zu fremdartig und so flüchtete ich schleunigst aus diesem Wald. Ich vergaß die Trophäe, nach der ich suchte. Ich vergaß die riesigen Tiere, die ich sehen wollte. Und ich vergaß Albrecht, dem ich seine Ehre reinwaschen wollte. Ich wollte nur zurück in das sichere Zimmer des örtlichen Gasthauses und mich zunächst beruhigen. Weg von diesem abartigen Ding. Einige Tage später entschied ich mich abermals, in die finsteren Tiefen des wild durchwucherten Knarzwaldes zu begeben. Die Lichtung mit den großen, seltsam geformten Monolithen sowie das fremdartige Sekret, das einen dieser befleckte, gaben mir keine Ruhe. Die verwinkelten Gedärme des Waldes gähnten sacht und riefen stumm nach mir. Das Mysterium des Knarzwaldes zog mich tief in seinen Bann. Welches Geheimnis mag dort im Verborgenen ruhen? Die Faszination in mir wuchs ins Endlose. Ich musste es einfach in Erfahrung bringen, was auch immer es war. Ich musste es. Als ich des Abends dort am Waldesrand stand, überlegte ich es mir noch ein weiteres Mal, ob ich wirklich erfahren wollte, was dort ruht. Verflucht! Woher kommt nur dieses abscheuliche Sekret? Ich übergab mich bei diesem perversen Bild, das sich wieder in mein Gedächtnis rief, doch siegte am Ende die Neugierde über die Angst und ich begab mich in die scheinbar endlose Dunkelheit des Knarzwaldes. Der Wald
wirklich einem Monstrum, als die verkrüppelten Bäume mich gierig mit ihren missgestalteten Ästen verschlangen. Unnatürlich verzerrte Schreie ertönen angeblich aus dem Jenseits des Waldes und jenem, der sie hört, soll tragisches Unglück widerfahren. Sie nannten es die Wehklagen der Vergessenen, da sie glaubten, dass es sich um die schmerzvollen Schreie verlorener Seelen handle, die sich im Knarzwald verliefen und dort, selbst nach ihrem Tode, noch immer des Nachts umherirrten. Nun, das war zumindest das, was ich von einem redseligen Betrunkenen aus der örtlichen Kneipe erfahren konnte, als ich versuchte, die Gedanken an meine unschöne Entdeckung aus dem Walde mit Alkohol zu ertränken. Dies war die einzige Information, die mir vergönnt war, denn die Einwohner des Dorfes mochten zwar freundlich und hilfsbereit sein, doch als ich sie nach dem Wald befragte, verstummten sie oder versuchten gar dieses Thema umzuschiffen. In ihren Gesichtern zeichnete sich die Angst und Verzweiflung, die sie wohl fest in ihren kalten Händen hielt. Der Wald schien eine Geißel für die Dorfbewohner zu sein. Ich erdreistete mich sogar, eine etwas ältere Dame zu fragen, warum sie diese Ortschaft nicht verließe, obwohl man doch klar erkennen konnte, dass der Wald die Einwohner immens verängstigte. Sie entgegnete mir, dass dies nicht möglich sei, denn der Wald vermochte seine Geheimnisse stets in seinem aufgeblähten Schlund zu bewahren und würde es nicht zulassen, dass Zeugen uralter Mysterien diese der Außenwelt vorführten. Für mich klang es wie das sinnlose Gebrabbel einer alten, verstörten Witwe. Ein Wald, der wahrhaftig leben solle? Geistiger Schwachsinn. Die Zeit der Aufklärung schien wohl hier versagt zu haben. Das dachte ich jedenfalls. Mit meiner Taschenlampe, meiner aufgeschulterten Flinte sowie einem Teil meiner Ausrüstung bewaffnet, schritt ich tiefer in das unheilvolle Gehölz auf der Suche nach dem Schauplatz längst vergessener Riten. Der Mond, der wohl bald sein Zenit erreichen würde, leistete mir mit seinem spärlich durch die dichten Kronen der Bäume scheinenden Antlitz Gesellschaft. Die hochthronenden Kronen der bizarr missgestalteten Bäume griffen für mich ghoulisch wie verborgene Krallen nach dem am Firmament ruhenden Mond, dem kosmischen Zeugen jener Nächte, die sich wohl seit Urzeiten über das verdammte Geschwür legten, das ich Wald schimpfte. Schritt für Schritt verlor ich jegliches Gefühl für die Zeit. Es kam mir vor, als würde ich schon seit Stunden durch diesen Wald umherirren. Ich griff in meine Manteltasche, doch da war nichts. Verdammt, nun habe ich tatsächlich meine Taschenuhr zurückgelassen. Nun sei es drum. Dafür wäre ich aber nun nicht mehr umgekehrt, denn ich hatte es im Gefühl, dass der Ort, den ich suchte, mir nahe war. Und nach geraumer Zeit erreichte ich tatsächlich die Lichtung. Im Gegensatz zum Rest des Waldes erschien hier der Mond in voller Pracht und tränkte die Lichtung in dessen Schein. Auch war es hier unnatürlich still. Hier erklang nicht das Knacken und Knarzen des Unterholzes, das von allerlei Getier heimgesucht wurde, welches sich mir jedoch nicht zu erkennen gab. Nur das sanfte Rauschen des Windes erfüllte die Lichtung mit Leben und ließ die knochigen Kronen der deformierten Bäume tanzen. Seltsam war jedoch, dass diese Nacht komplett windstill war. Nicht einmal das zärtliche Liebkosen des Windes zog über meine Haut. Wie konnten sich da nur die Bäume wiegen? Ich erblickte die mächtig emporragenden Monolithen und suchte den einen auf, an dessen Oberfläche das merkwürdige Sekret netzte. Die Flüssigkeit an sich war verschwunden, doch das Gewebe, das sich dort bildete, war noch immer vorhanden. Nein, es hat sich sogar wie Fäulnis ausgebreitet. Es stank noch immer nach Verwesung und behielt die ungesunde Farbgebung aus Leichenblau und Blutrot auf seiner fleischigen Oberfläche. Es schien förmlich nach materiellen Strukturen zu zehren, um sich dort parasitengleich fortzubilden. Der Anblick dieses grotesken, gewebeartigen Gebilde machte mich abermals krank und ich versuchte dieses Mal das Würgen krampfhaft zu unterdrücken. Doch konnte ich nicht den Geschmack nach Erbrochenem verhindern. Er lag mir förmlich auf der Zunge. Plötzlich zerriss ein schmerzverzerrtes, dumpfes Grunzen die auf der Lichtung herrschende Ruhe, und ich wand mich erschrocken um und blickte entsetzt in Richtung der Büschung, aus der ich glaubte, den Ursprung des gequälten Lautes vorzufinden. Vom Schock erfasst starrte ich vor mich hin.
Es raschelte. Ich versuchte, mich wieder zu sammeln und bewegte mich vorsichtig schleichend dem fortwährenden Rascheln entgegen. Als ich die Böschung passierte, staunte ich nicht schlecht, was der Schein meiner Taschenlampe in der Dunkelheit enthüllte. Vor mir lag ein monströses Wildschwein. Es war tatsächlich wahr. Es war mannshoch und ich wollte wetten, dass es etwas mehr als eine Tonne hätte wiegen müssen. Dabei erkannte ich noch nicht, ob es sich um eine Bache oder einen Keiler handelte, da der Koloss mit dem Rücken zu mir gewandt lag. Es schnaubte in langgezogenen, nicht natürlichen Abständen und schritt langsam um mich herum. Doch was ich sah, ließ mich ohne Umschweife erbrechen. Ich konnte nur vermuten, dass es sich um eine Bache handle, da die Schnauze recht lang war. Von dem, was mal der Genitalbereich sein musste, bis hin zum Halse, quollen warm dampfendes Fleisch, Organe, Blut, als auch ungeschickt herausgerissene Knochen hervor. Ein wahrhaftig scheußlicher Anblick. Ein Bein war komplett verdreht und weggeknickt. In just diesem Augenblick erkannte ich, dass das Ausmaß des Tieres nicht das einzige war, was aus der Norm fiel. Bei genauerer Betrachtung waren die Beine verschieden lang und dick. Aber die durchschnittliche Länge der Beine dieses Wesens lag weit über dem Durchschnitt. Sie glichen regelrecht Stelzen. An einem der Beine wuchs ein fünfter Huf und unter dem linken Auge stach ein weiteres hervor. Was für ein entstelltes Geschöpf der Natur. Doch, bei Gott, wer oder was auch immer dieses Geschöpf so zugerichtet hatte, musste ein weitaus mehr verzerrtes Geschöpf gewesen sein. Ein widerwärtiges Ergebnis brachialer Gewalt. Ich konnte das Leid und den Anblick des Tieres nicht mehr ertragen, und so nahm ich meine Flinte von der Schulter, lud und entsicherte sie und vergönnte dem unter unvorstellbar schrecklichen Schmerzen leidenden Paarhufer den erlösenden Gnadentod. Einen Moment lang trauerte und betete ich im Stillen für das nun von uns geschiedene Tier. Doch kam ich nie dazu, diese Ruhe zu vollenden, denn es schien, als schlurfe etwas unheilvoll durch das dichte Unterholz. Ein tiefes, elendig stockendes Stöhnen ließ mich innerlich frösteln und ich erstarrte in dem kalten Mantel der Angst. Es schlurfte nicht nur, nein, es trottete auf einem Arm und zwei Beinen mit drei Füßen und an seinem anderen längeren Arm wuchs dort, wo der Unterarm sein sollte, eine geteilte Abart dessen. Zwei lange Krallen zierten die eine Hälfte des geteilten Arms. Die andere war zwar mit einem solchen bestückt, doch die vermeintlich dritte Kralle dieser Hälfte war komplett verkümmert und eingeknickt. Die Arme waren komplett blutdurchtränkt, doch dies war nicht der Grund, der mich am meisten entsetzte und in die tiefsten Abgründe der Panik entsandt. Es war die hässliche Fratze. Dieses entstellte, verdrehte Ding eines gottverdammten Schädels. Das Gesicht war fahl und es besaß nur ein umherirrendes Auge, da das andere wohl unter der ledrigen Haut zugewachsen sein musste. Lange, fettige Strähnen von den paar Haarbüscheln, die auf dem Kopf der Monstrosität wuchsen, fielen bis dorthin, wo ein Unterkiefer hätte sein müssen, herab. Der Oberkiefer war menschlichen Ursprungs und mit zerbrochenen, blutverschmierten Zähnen besetzt. Doch anstelle des Unterkiefers baumelte eine lose, wächserne Zunge zwischen wabernden Tentakeln, die dieselben Eigenschaften besaßen wie das atmende Fleischgewebe vom Monolithen. Der Anblick dieses abscheulichen Etwas versetzte mich in größte Angst. Mein Herz schlug so wild, als wolle es aus meiner Brust entfleuchen. Doch im Gegensatz dazu blieb ich wie angewurzelt stehen. Verdammter Teufel, was mache ich nur? Die wilden, panischen Gedanken rasten in kosmischer Geschwindigkeit durch meinen einfachen Schädel. Ich musste weg. Ich musste weit weg. Weg von dieser höllischen Missgestalt, deren Visage nicht für das menschliche Auge gedacht war. Weg, weg, weg. Doch konnte ich keinen einzigen Muskel mehr spüren. Ich verlor die Kontrolle über meinen Körper. Mein angsterfüllter Blick war wie gefesselt von der umherschleichenden Kreatur. Ich begann zu zittern. Der widerwärtige Geruch von Schweiß drang in meine Nase ein.
Es war mein eigener gottverdammter Schweiß, der mir zur Nase stieg. Die tief verwurzelte Angst ließ meinen Körper verheerend beben. Doch dann passierte das, was passieren musste. Es entdeckte mich. Mein Überlebensinstinkt schaltete sich ein. Ich spürte jede Faser meiner Muskeln wieder und hetzte davon. Die Bestie entstieß einen markerschütternden Schrei und nahm die Verfolgung auf. Ich wich Baum für Baum aus. Die vorbeiziehenden Äste und Sträucher schlugen mich wund. Sie peitschen und schlugen mich unerbittlich. Ranken versuchten mich von meinen Beinen zu reißen, doch blieb ich hartnäckig. Sabber ran aus meinem Mund. Ich wollte heim. Raus aus diesem verfluchten Wald. Ich wollte mich nicht umdrehen. Ich wusste, dass das Übel mir noch immer an den Fersen haftete. Ich musste aufpassen. Der Wald wollte mich tot sehen. Er kannte keine Gnade, kein Mitleid. Tränen blendeten meine Sicht, doch ich hielt nicht an. Die Büschungen wurden dichter und dichter. Die Äste verliefen spitzer und spitzer. Das Gelände wurde immer unebener. Und das Ächzen des mordlüsternen Wesens kam immer näher. Ich musste etwas unternehmen. Langsam schaltete sich mein verzweifelter Verstand wieder ein. Rasch griff ich nach der Munition an meinem Gürtel. Das kühle Blei gab mir Hoffnung. Die Hoffnung, dass ich diesen Wald überdauern werde. Ich versuchte, meine Flinte zu laden, doch rutschte die Patrone aus meinen schwitzigen Händen. Fast machte ich den Fehler, nach der heruntergefallenen Patrone zu greifen, doch ließ ich von der gefallenen Hoffnung ab. Das verzerrte Jaulen und Brüllen verstärkte sich immer mehr. Es hatte mich gleich. Ich hastete durch einen Busch und fiel in die schwarze Tiefe einer unter dem Unterholz versteckten Senke. Hart prallte ich auf den erdigen Boden auf und wand mich liegend um. Der dumpfe Schmerz durchrann meine Knochen, doch hielt mich das brennende Adrenalin am Leben. Kaum griff ich abermals an den Gürtel, um die Flinte zu laden, sprang das entstellte Wesen auf mich und vergrub seine widerwärtigen Zähne in meinen Unterschenkel. Die Tentakel griffen gierig um meinen Fuß. Das abartige Übel hatte mich erfasst. Ich trat wild um mich. Nun ging es darum zu töten oder getötet zu werden. Der Schmerz tausender Klingen durchschnitt mein Bein. Ich wollte nicht sterben. Nicht jetzt. Nicht hier. Nicht durch dieses Etwas. Panik zerberstete meinen Verstand. Doch dann vergaß ich den verheerenden Schmerz, griff in einem letzten verzweifelten Akt nach einer Patrone und lud hastig nach. Mein Bein für deine unerwünschte, unheilige Existenz? Das klang für mich nach einem fairen Preis. Und so drückte ich ab und die dampfende Hirnmasse des Etwas fetzte über den durch Blut und Dreck getränkten Erdboden und verteilte sich in unwillkürlichen Abständen. Der feste Biss ließ nach. Die wild wabernden Tentakel verstummten und die Abscheulichkeit rutschte langsam herab. Mein Atem war immer noch rasant. Wie in Trance gebannt ließ ich meine Waffe zu Boden fallen. Es war tot. Ich habe es getötet. Der Jäger wurde Opfer seiner Beute. Nun war die Beute der Jäger. Wahnwitzige Euphorie durchfuhr mich und ich begann wie wild zu lachen. Ich lebte. Ich lebte, gottverdammt. Doch dann blickte ich auf mein stark verstümmeltes Bein und sah, wie das Sekret, das ich am Monolithen entdeckte, sich nun mit meinem Blut vermischte. Rasch griff ich in meinen Beutel und kramte mein Verbandszeug aus. Zunächst wischte ich vorsichtig das mit dem Sekret verpestete Blut mit meinem Ärmel weg. Dann begann ich damit, die Wunde zu stillen und zu verbinden. Der Schmerz ließ jedoch nicht nach. Dieses Sekret widerte mich noch immer an. Anscheinend stammte es von dieser elendigen Gestalt. Ich blickte zu dem entstellten Leichnam herüber, doch wandte mich dann schnell wieder von ihm ab. Nein, den Anblick werde ich mir kein weiteres Mal antun. Ich griff nach meiner alten Flinte und versuchte, mich mit ihrer Hilfe aufzurappeln. Nun war es an der Zeit, diesen zutiefst bösen Ort zu verlassen. Und so begann ich langsam humpelnd mit meiner Repetierflinte als provisorische Krücke den Weg zurück zum Dorf in Angriff zu nehmen und dann am nächsten Tag den Weg zu meinem geliebten Heim. Ich war heilfroh, als ich dann einige Tage später in meiner Hütte saß.
Die Dorfgemeinde machte sich große Sorgen um mich, als sie mich um mein Bein sahen. Doch traute ich mich nicht, die Wahrheit zu erzählen, wer oder was mein Bein so zugerichtet hatte. Die Wahrheit hätte mir ja keiner geglaubt. Sie hätten mich in das nächste Irrenhaus gesteckt. Und so erzählte ich ihnen, dass mich ein wild gewordener Keiler so zugerichtet hätte. Die Alte aus dem Dorf hatte recht. Der Wald vermochte geschickt, seine verbotenen Geheimnisse zu wahren. Doch, Gott hab sie selig, ahnte sie nicht, was der Knarzwald für die Zukunft vorsah. Es zerrte stark an mir, dass ich mit keinem darüber reden konnte. Besonders schwer war das Gefühl des Versagens, denn ich hatte weder eine Trophäe, noch habe ich Genugtuung für Albrecht vollzogen. Und so zog ich mich immer weiter zurück. Ich merkte, wie sehr ich mich veränderte, wie mich Schuldgefühle auslaugten. Die Haare begannen mir auszufallen. Ich begann, seltsame Gedanken zu spinnen. Ich fühlte mich alt und hilflos. Meine Haut färbte sich aschfahl. Muskeln begannen zu verschrumpeln. So gebrechlich. Ich vergaß Freunde, Familie und sogar, wie man sprach. Der Wald ließ mich langsam leiden. Der Wald raubte mir meinen Verstand. Doch ahnte ich nicht, dass mein Körper schon lange in seinem Besitz war. Ich war der Bote des Verderbens. Ich war die Saat des Knarzwaldes geworden. Hinter deinem Rücken. Etwas geht hinter deinem Rücken vor, ohne dass du es bemerkst. Es schleicht umher, verkriecht sich dort. Und wenn du meinst, du hast etwas bemerkt, ist es weg. Du schläfst nicht mehr auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch, seitdem du dieses Gefühl das erste Mal hattest. Es ist fast so, als hättest du im Hinterkopf ständig das Gefühl, auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden. Beinahe, als hättest du einen materiellen Schatten. Umdrehen hilft nicht. Nein, im Gegenteil. Einer der angenehmen Nebeneffekte dieses Gefühles ist, dass du dich nicht mehr umdrehen brauchst. Es ist fast so, als wüsstest du genau, was hinter deinem Rücken vorgeht. Wie ein zweites Ich bekommst du Informationen, was sich hinter dir tut, entscheidest kaum mehr bewusst, mehr instinktiv, als hätte dein vegetatives Nervensystem die Kontrolle übernommen. Als hättest du jemanden, der für dich denkt. Irgendwie fühlt es sich gut an, es entlastet dich auf angenehme Weise. Brauchst dich kaum noch zu sorgen, erfüllst deine Pflichten praktisch ohne eigenes Zutun. Dir fällt anfangs nicht einmal auf, dass es Zeitabschnitte gibt, in denen du dich an nichts erinnern kannst und dass die Leute, mit denen du sonst zu tun hast, dir plötzlich anders entgegenkommen. Aber vermutlich liegt das an deinem neu gewonnenen Selbstbewusstsein. Sie nicken dir verunsichert zu, machen dir Platz, obwohl du dich nicht anders verhältst. Und manchmal hörst du sie ganz deutlich hinter deinem Rücken tuscheln. Wobei Tuscheln eigentlich das falsche Wort ist. Es ist, als könntest du sie sehen, wie sie in deine Richtung blicken, sich gegenseitig seltsame Blicke zuwerfen und Fragen austauschen, was wohl bei dir los sei. Es verletzt dich, es macht dich traurig, als du es merkst, und du spürst, wie du zornig wirst. Es kocht in dir, es frisst dich auf. Es fühlt sich gut an. Du wünschst dir, dass alle jene, die hinter deinem Rücken über dich reden, eine Denkzettel verpasst bekommen. Einen, der ein für alle Mal klarstellt, dass man sowas mit dir nicht machen kann. Etwas Unvergessliches. Etwas, das sie niemals vergessen werden. Doch gleichzeitig ist dir ebenso klar, dass dir der Mumm fehlen wird, um es allein durchzuziehen. Du knetest nervös die Hände, während du fieberhaft überlegst, wie du es anstellen kannst. Du verlierst dich in Tagträumereien, in denen du deine Kollegen anschreist, sie verbal völlig vernichtest.
Doch auch das reicht dir nicht. Du willst sie leiden sehen. Willst sehen, wie sie auf dem Boden kriechen, mit Blindheit geschlagen, wie schleimige Insekten, auf die es zu treten gilt, um auch den letzten Rest von ihnen auszumerzen. Bis sie verstanden haben, dass du nicht der Typ bist, der sich länger verarschen lässt. Diese Fantasien durchzuspielen, sie zumindest in deinem Kopf auszuleben, gibt dir wieder die nötige Energie, um deinen Alltag ganz normal weiterzuführen. Dennoch lassen dich diese Gedanken nicht völlig los. Du ignorierst geflissentlich deine Kollegen, auch wenn die Stimmen lauter werden, das Gerede intensiver. Im Hintergrund hast du immer den Eindruck, dass sich bald etwas ändern wird, etwas kommen wird, um dir zu helfen. Es ist gut zu wissen, dass wenigstens einer oder etwas dir Rückendeckung geben wird. Du fühlst dich dadurch stärker und es freut dich, denn du glaubst zu wissen, dass nicht jeder so eine Rückenstärkung bekommt. Dich beschleicht das Gefühl, dass du womöglich etwas Besonderes bist. Nicht so normal und unscheinbar, wie du immer glaubtest. Kein billiger Abklatsch der heutigen Gesellschaft. Jemand mit breiterem Kreuz als die übrigen Menschen. Als du am nächsten Tag aufwachst, liegst du auf dem Bauch. Dein Rücken schmerzt, als hätte jemand mit einem Bügeleisen versucht, deine Haut zu glätten. Langsam biegst du deine Arme nach hinten und tastest ihn vorsichtig ab. Tatsächlich meinst du, feine Kratzer und Blasen darauf zu spüren. Selbst deine Knochen fühlen sich an, als säßen sie nicht am richtigen Platz. Und noch was fällt dir auf. Dein Rücken fühlt sich warm an und fremd. Du spürst zwar, wie du mit dem Finger darüber streichst, aber solltest du die Berührung nicht auch mit dem Rücken spüren? Du keuchst erstickt, als du spürst, wie sich etwas unter deiner Haut regt. Wie ein Wurm schlängelt sich etwas unter der Schicht aus Bindegewebe und Fett in Richtung deiner Wirbelsäule, ehe es sich nach allen Seiten ausbreitet. Und es ist, als würde eine Armee Ameisen darunter kriechen. Du versuchst, deinen Rücken mit deinen Händen besser zu erreichen. Versuchst verzweifelt, dieses Ding aufzuhalten, das sich da deines Körpers bemächtigt. Doch du liegst hilflos auf deinem Bauch und kannst nur ertragen, was mit dir geschieht. Du zwickst dich selbst in den Arm, nicht sicher, ob dies nicht alles nur ein schlechter Traum ist, aus dem es aufzuwachen gilt. Aber der Schmerz ist echt. Angst flammt in dir auf, dicht gefolgt von glühender Panik, als du meinst, dein Rücken würde sich von dir lösen. Reißende Geräusche dringen an dein Ohr und dort, wo sich Rücken und Brustkorb treffen, meinst du in Flammen zu stehen. Starr vor Schock und Unglauben vergisst du sogar zu schreien, als sich der Schmerz über deine gesamte Wirbelsäule ausbreitet. Du spürst das Blut, das dir an der Seite herunterläuft. Und dennoch erscheint dir alles so unecht. Es kann einfach nicht sein, was du da gerade zu erleben glaubst. Und trotzdem löst es sich von dir. Es knirscht und knackt, ruckt und zerrt, ehe dein Rücken sich erhebt und dich das nackte Grauen in eine tiefe Ohnmacht schickt. Sie ist begleitet von vagen Eindrücken, schleppende Bewegungen, die nach und nach immer koordinierter werden. Du hast schon einmal von außerkörperlichen Erfahrungen gehört, aber dies fühlt sich so an, als würde ein Teil deines Körpers losgelöst von dir durch deine Wohnung wandern. Du liegst auf dem Bauch und gleichzeitig bewegst du dich auf deine Wohnungstür zu. Es klatscht bei jedem Schritt. Du versuchst genauer zu erkennen, was dort vor sich geht. Doch was immer sich da von dir gelöst hat, besitzt nur rudimentäre Eindrücke seiner Umwelt, als sei es gar nicht wirklich dazu in der Lage zu sehen, zu fühlen oder richtig zu denken. Doch ist es überraschend schnell, scheint es doch nur so über den Boden zu fliegen. Obwohl du dich nicht rühren kannst und nicht die geringste Ahnung hast, was das alles eigentlich soll, kommst du nicht umhin zuzugeben, neugierig darauf zu sein, wohin dein zweiter Teil sich begibt. Verschwommene Eindrücke von Straßen und Häusern, begleitet von einer fast unbändigen Freude, so muss sich ein Raubtier fühlen, das seiner Beute schon ziemlich nahe ist. Du kannst die Vorfreude auf Blut wahrhaft auf deiner Zunge schmecken
Du wirst von diesem Gefühl angesteckt, geradezu überwältigt. Vergisst, dass du in deinem Bett liegst, praktisch auf deinem Bauch gefesselt und lässt dich vollkommen einnehmen von diesen Eindrücken. Es geht durch eine Tür, eine lange, sich windende Treppe hinauf. Du kennst sie. Du bist jeden Tag hier. Diese Erkenntnis beschert dir neue Sinneseindrücke. Jetzt, da du weißt, wo du dich befindest, kannst du die verwaschene Sicht durch Erinnerungen aus deinem Gehirn ergänzen, sodass sich dir ein ziemlich klares Bild bietet. Der weitläufige Korridor vor dir führt in die Büros deiner Kollegen. Eine nie gekannte Freude überkommt dich. Endlich ist es soweit. Endlich kannst du ihrem Treiben ein Ende machen. Du weißt, was es zu tun hat. Endlich löst sich der Schrei aus deiner Kehle, der dort schon die ganze Zeit verharrt hat. Er mischt sich mit deiner Angst, deinen Schmerzen, aber auch mit deiner Freude und einem triumphierenden Glücksgefühl, als würde reines Heroin durch deine Adern gepumpt werden. Tränen laufen dir über das Gesicht, als der erste Arbeitskollege deinen Weg kreuzt. Kurz hast du den Eindruck, dass sich tentakelartige Arme um seinen Leib schlingen, ihn hochheben und kurzerhand in zwei Teile reißen. Und du keust erstickt in dein Kissen, weil du weißt, dass du so etwas normalerweise nie tun würdest. Es schleudert die vom Blut triefenden Teile gegen die Wand, wo sie wie reife Tomaten zerplatzen und alles in fruchtiges Rot tauchen. Er hatte noch nicht einmal genug Zeit zu schreien, was dir spontan als ein Manko erscheint. Das Geräusch der glitschigen Einzelteile, die zu Boden fallen, ruft weitere Mitarbeiter auf den Plan. Immer noch hilflos auf dem Bauch liegend, feuerst du deinen zweiten Teil an, sich Zeit zu lassen. Du willst es genießen. Der Geschmack ihrer Panik auf deiner Zunge kommt einem unglaublichen Orgasmus nahe. Nackte Panik steht in ihren Gesichtern, als ihnen gewahr wird, was gerade passiert ist. Rasend umschlingst du sie. Ihre Köpfe zerspringen, als du sie gegeneinander rauschen lässt. Reißt deinen Brustkorb auf, siehst das milchige Fettgewebe einer Brust auf dem Boden tropfen, ehe es an das Herz gelangt und es zielsicher durchbohrt. Kannst das rhythmische Pumpen an deiner Waffe spüren, ehe es seinen Tentakel wie eine Sense schwingt und zwei von ihnen glatt enthauptet. Polternd fallen sie zu Boden, stehen doch ihre Körper noch aufrecht wie zwei karmesinrote Geysire. Die Raserei deines zweiten Teils ist deiner. Du spürst die körperliche Erregung von dir Besitz ergreifen. Sie überträgt sich wie eine Krankheit auf dich und wirbelt dich dann wieder zurück. Der zweite Teil wird davon erfasst, wird größer, schneller, blutdurstiger. Du liegst auf der blutverklebten Matratze deines Bettes und wünschst dir beißen, zerreißen und zerstören zu können. Du möchtest all das nicht aus zweiter Hand erleben, sondern es selbst tun. Ein gieriger Schlund tut sich auf, hebt es nun einem wild zuckenden Torso geradewegs empor und zerquetscht ihn, um an die köstlichen Flüssigkeiten zu kommen, die dort lauern. Metallischer Geschmack flutet deinen Mund und du kostest jeden Tropfen am Rande der Ekstase entlang schlitternd vollends aus. Badest in dem Reigen, der sich auf dir ergießt und hast längst vergessen, dass du nur Zuschauer bist. Wie von Sinnen schreist und stöhnst du. Du schlägst um dich in blinder Raserei, zerfetzt dein Kissen. Längst vergessen ist der Schmerz, der dich lähmte. Du baust dich auf, durchströmt von einer irren Gier. Kein rationaler Gedanke hat mehr in deinem Gehirn Platz. Dein einziges Verlangen ist Vereinigung. Obwohl hinter dir nicht mehr ist als fleischiger Brei, gelingt es dir, dich irgendwie in die Höhe zu buxieren und aus dem Bett zu klettern. Deine Lippen verzerrt von einem irren Lachen, wird deine bewusste Wahrnehmung noch immer zum Teil von dem deines zweiten Ichs überlagert. Gerade hat es seine Tentakel um den Hals eines jungen Mannes geschlungen,
und drückte ihm von unten einen Zweigen gegen die Kehle. Genüsslich kannst du dabei zusehen, wie die Augen deines Kollegen größer werden, beinahe aus ihren Höhlen fallen, während sich der Greifarm durch seinen Schlund vorbei in das Gehirn bohrt, ehe schließlich der Schädelknochen mit einem knirschenden Geräusch birst. Mit zitternden Knien richtest du dich auf, nicht in der Lage, dich langsam und koordiniert zu bewegen. Deine Beine und Füße sind glitschig vom Blut, so dass deine ersten Schritte mehr rutschen und schlittern als alles andere sind. Doch solche Details sind in deinem jetzigen Zustand völlig belanglos. Auch die Tatsache, dass du stark blutest und völlig nackt bist, ist dir völlig entfallen, als du es endlich aus deiner Wohnung geschafft hast und deinem zweiten Ich zustrebst. Schwankend taumelst du die Straße entlang auf das hohe Bürogebäude zu, in welchem das Massaker gerade stattfindet. Rascher werden deine Schritte, je näher du ihm kommst. Größer auch deine Vorfreude und das Verlangen, deinen Teil wieder einzuverleiben, diese Macht am eigenen Leib zu spüren. Die Blicke und entsetzten Ausrufe der Passanten, die deinen Weg kreuzen, ignorierend, hast du nur Augen und Ohren für das herrliche Schauspiel, das sich deiner inneren Wahrnehmung bietet. Deine Haut scheint zu kribbeln und zu vibrieren, scheint nicht schnell genug vorwärts zu kommen. Deine Haut dehnt und wellt sich, streckt sich nach vorne, voller Sehnsucht, endlich wieder eins zu werden mit deinem Rücken. Machst Satz um Satz, erreichst endlich die untere Tür und fließt praktisch die Treppe hinauf. Noch einmal durch eine Tür und du kommst in den roten Korridor. Dort, wo alles begann. Dort, wo alles endet, siehst du es. Den zweiten Teil. Wie er wütet. Freudig erregt gleitest du auf ihn zu und breitest die Arme aus, wie um einen alten Freund zu begrüßen. Auch er wendet sich dir zu. Zwischen all dem Blut, Gedärmen und Fleischstückchen kommt es zwischen euch beiden zu einer Vereinigung. Die Berührung seiner Tentakel ist geradezu zärtlich, verspricht neue Hochgefühle und weckt erneut die Lust in dir. Sanft streichst du über deine Haut und spürst auf einmal eine Art Gänsehaut, dort, wo dir im Rücken die Haut fehlt. Er umschlingt dich, wie er es in den vergangenen Minuten so oft getan hat, und drückt dich fest an sich. Es ist, als würdet ihr ineinander übergehen, verkeilen. Er mit dir, du mit ihm. Du kannst deutlich spüren, wie sich die Haut auf deinem Rücken wieder schließt und auch die Empfindung dort kehrt zurück. Pure Glückseligkeit flutet deine Synapsen, als ihr vereint seid, und du spürst eine nie gekannte Kraft durch dich hindurchfließen. Nie wieder wirst du schwach sein. Nie wieder wird jemand hinter deinem Rücken Verrat planen können. Du hast die beste Rückendeckung, die es gibt, und nichts und niemand wird euch je wieder trennen können. Die Welt sollte sich vor dir in Acht nehmen. Gerade als deine Allmacht ihren Höhepunkt erreicht, hörst du entfernte Sirenen, die sich deinem Standort nähern. Du breitest die Arme aus und spürst einen Luftzug, als die Tür sich öffnet und Polizisten den Gang betreten, hinter deinem Rücken.
Labyrinth. Seine Hände zitterten, seine Stimme bebte und seine Knie waren inzwischen ständig weich wie Butter. Damals war er so naiv gewesen zu glauben, er würde in absehbarer Zeit das Ende des Labyrinths erreichen, welches er damals freudestrahlend betreten hatte. Er tat es nicht. Er hatte den Eingang verloren, würde nicht zum Ausgangspunkt zurückfinden. Die Tage vergingen, die Sonne ging auf, die Sonne ging unter, im ewigen Spiel der Zeit. Die Nächte kamen, mit ihnen die Abscheulichkeiten der Dunkelheit, die aus dem Dickicht der verwilderten Hecken gekrochen kamen. Bösartige Kreaturen unterschiedlichster Größen, aber alle gleichwertig gefährlich. Sie kratzten ihn, sie bissen ihn. Immer schaffte er es, gerade noch so vor ihnen zu fliehen. Sie kamen mit der Nacht. Sie kamen immer mit der Nacht. Tagtäglich verbrachte er seine Zeit damit, einen Ausgang aus dem Labyrinth zu finden, zu entkommen, sich vor den Monstern zu verstecken. Immer der Wand entlang, selbst wenn er nur noch kriechen können würde. Immer an der Wand entlang. Nur an der Wand entlang. Er ernährte sich von giftigen Beeren. Er fraß, was die Monster übrig ließen. Den Dreck, für den sie selbst zu fein waren, ihn zu fressen. Er aß Gift. Kadaver, halbverweste Körper anderer Wanderer, die es nicht geschafft hatten, dem Grauen des Irrgartens zu entkommen oder ihn zu überleben. Sie hatten wahrscheinlich genauso gekämpft wie er. Vielleicht hatten manche aufgegeben. Vielleicht hatten sie sich auch ihrem Schicksal gefügt und sich den Monstern gestellt. Oder sie hatten sich nicht gut genug versteckt und waren im Schlafe überrascht worden. Manche waren zerfleischt, ja, regelrecht zerfetzt worden. Sie alle waren gezeichnet von Kämpfen, von der Zeit. Man sah ihnen ihr Leid selbst dann noch an, wenn sie schon bis zur Unkenntlichkeit entstellt waren. Sie waren vom Leid vereinnahmt worden, allesamt, die er jemals tot vor sich liegen hatte. Sie alle strahlten schon beinahe dieses ganze Leid ab, wenn man nur neben ihnen stand. Man konnte es regelrecht fühlen. Er wusste nicht, wie lange er schon im Labyrinth irrte. Wochen, Monate, vielleicht sogar schon Jahre. Er hatte keinen blassen Schimmer, wie die Zeit verging. Es war nur zu lang. Er dachte auch darüber nach, was wohl kommen würde, würde er den Irrgarten eines Tages leben verlassen. Würde er dann glücklich sein, ein Leben ohne diese Kreaturen führen zu können, die ihm die ständige Todesangst vorhielten? Er hoffte es. Er hatte dem Labyrinth den Namen Nebel gegeben. Er fand, das passte. Das Labyrinth war ein einziger Nebel der Abscheulichkeiten, eine Suppe, die allerdings ordentlich versalzen war. Versalzen, und der Koch hatte wohl jeden Dreck, den er finden konnte, hineingeworfen. Manchmal fragte er sich, ob es wohl noch andere Wanderer gäbe. Er fand Leichen, aber er hatte noch nie einen Lebenden getroffen. Einen Lebenden, der mit ihm das Grauen des Irrgartens meistern würde. Doch er erinnerte sich an einen Vorfall. An einem Abend vor schätzungsweise einigen Wochen hörte er entferntes Stöhnen im Labyrinth. Aus Hoffnung, einen Wanderer zu treffen, ging er in die Richtung, aus der er das Geräusch vermutete. Nach ein paar Minuten war er an dem vermeintlichen Ausgangspunkt des Geräusches angelangt. Vor sich sah er eine gekrümmte Gestalt im Schneidersitz auf dem Boden kauern. Die Gestalt, sie hatte menschliche Statur, wippte stöhnend und unverständlich jammernd auf und ab und atmete schwer und rasselnd. Sie war extrem und unnatürlich stark abgemagert.
Der augenscheinliche Mensch trug nur eine etwa knielange, zerfetzte, dreckige, graue Hose, die, da sie schon so dermaßen zerrissen war, kaum mehr als Hose erkennbar war. Man erkannte nur noch eine aufgesetzte Tasche am rechten Hosenbein. Auf dem Kopf trug der schwer atmende Mensch etwa schulterlange, schwarze, verfilzte, fettige Haare. Man erkannte an dem abgemagerten Körper jeden Knochen unter der fast grauen, blassen, schmutzigen und fettigen Haut. Die Rückenwirbel ragten auf dem Rücken fast heraus und jede einzelne Rippe zeichnete sich am Brustkorb ab. Das keuchende und wippende Häufchen Elend, das er da vor sich hatte, ließ dem Wanderer so etwas wie Mitleid empfinden. Er ging vorsichtig und leise auf ihn zu. Unsicher blieb er hinter dem dürren Menschen stehen. Hallo. Seine Stimme zitterte, während er dieses kleine, eigentlich fast bedeutungslose Wort aussprach. Augenblicklich hörte der Dürre auf zu wippen. Ruckartig sprang er auf. Leicht wackelig auf den Beinen ging er bestimmt auf den Wanderer zu, welcher reflexartig ein paar Schritte nach hinten gesprungen war. Der Mensch streckte keuchend seine Arme nach vorne, gewillt, den Wanderer zu packen, welcher angsterfüllt nicht in der Lage war zu fliehen. Außerdem trieb ihn der Dürre in eine Sackgasse. Schwarzer, schleimiger Speichel lief aus dem Mund des Keuchenden und zog lange, mit glasigen Schlieren durchzogene Fäden, welche schlussendlich abrissen und auf dem erdigen Boden landeten. Der Wanderer presste sich an die Wand. Eigentlich schloss er in jenem Moment bereits mit seinem Leben ab und sandte ein großes Stoßgebet gen Himmel zu jenem Gott, an den er den Glauben schon vor so langer Zeit verloren hatte. Der anscheinend Irre stolperte weiter auf ihn zu, keuchend, sabbernd, mit verkratztem Körper, irgendwelche unverständlichen Worte stammelnd, welche von dem schwarzen Schleim verschluckt wurden. Der Durchgedrehte erreichte den Wanderer, packte ihn mit seinen dünnen, aber keinesfalls schwachen Armen an den Schultern und fixierte ihn an der Wand. Der Schock zwang den Wanderer, in die Augen des Irren zu blicken, was ihm ein Bild offenbarte, das er wohl nie mehr verdauen werden könne. In den gelben und blutigen Augen des Angreifers krochen kleine, feine weiße Würmer. Wie Fäden zogen sie sich durch dessen Sehorgane. Sie wanden sich. Sie krochen dort, knapp unter der Oberfläche des Augapfels. Ein Wurm zog sich quer durch die geweitete Pupille des Irren, was dort einen dünnen, weißtrüben Strich zur Folge hatte. Ihm wurde fast schlecht bei dem Anblick. In den Augen krochen viele Würmer. 6 im rechten und 5 im linken. Wie winzige Schlangen fraßen sie sich ihren Weg durch die tränenden und eiternden Augen ihres Wirtes, die eine klebrige, grüne Substanz absonderten. Der Angreifer, welcher den Wanderer immer noch an die Labyrinthwand fixierte, begann mit gequälter Stimme zu sprechen. Es waren gebrochene Sätze, unverständlich, gurgelnd, qualvoll hervorgebracht. Jedes Wort begleitet von schwarzem Schleim, der teilweise platzende Luftblasen mit sich zog. Der Wanderer verstand kaum ein Wort von dem Gesagten, doch dann stieß der Wirt plötzlich laute Worte aus. Sterben! Sterben! Lass mich aus! Sterben! Seine Stimme war rau. Und man hörte ihr den Schmerz, den der Wahnsinnige empfand, in jedem Wort an. Er schrie dem Wanderer ins Gesicht, während er ihn an die Wand drückte. Ich sterbe. Ich sterbe. Beim letzten Satz fiel er unter Schreien und Toben in irres, wahnsinniges Gelächter. Seine Augen verdrehten sich, seine Pupillen hatten unterschiedliche Größen. Seine Augen blickten in zwei verschiedene Richtungen. Ich sterbe sowieso.
Wir sterben alle. Du bist doch ihr. Alle sind wir hier ihr. Das ist verdammt nochmal ein Irrgarten. Wir sind verdammt alle hier. Ja. Und verdammt. Ja. Er lachte so krank, so gestört. Noch nie in seinem Leben hatte der Wanderer so etwas erlebt. Nach einer geraumen Zeit und unwirklichem, ja gar surrealem Irrsinn, den der Kranke von sich gab, verstummte er plötzlich. Mit seinen ungleichen, von Parasiten durchsetzten Augen starrte er dem Wanderer in seine. Das vernarbte Gesicht des Irren verzog sich vor plötzlichem Schmerz. Er kniff seine kranken Augen zusammen und stieß mit letzter Kraft einen Schrei aus. Seine schmutzigen, grauen, eiskalten Hände mit den gelblichen, abgebrochenen, langen Fingernägeln verkrampften sich in den Schultern des Wanderers, bis der Irre schließlich leblos zu Boden sackte. Was dann geschah, lag über der bisherigen Vorstellungskraft des Wanderers. Der Körper des Wahnsinnigen begann sich in unglaublicher Geschwindigkeit zu zersetzen. Der Körper fiel in sich zusammen. Urplötzlich bildeten sich auf seiner grauen Haut unzählig schleimig wirkende dunkelbraune Blasen. Sie sprossen wie Pilze, wurden in Sekundenschnelle größer, bis sie schließlich platzten. Aus den geplatzten Blasen auf dem eingefallenen und bereits halb verwesten Kadaver krochen unzählige fette Käfer von der Größe eines Tischtennisballes, die augenblicklich anfingen, sich an den toten Körper des Verwesten zu laben. Sie fraßen in unglaublicher Geschwindigkeit große blutige Löcher in den Leichnam. Einige von ihnen begannen damit zu kopulieren, worauf die ersten Viecher auch schon wieder verstarben, vermutlich die Männchen. Die großen Weibchen fraßen weiter, begannen bereits nach einigen Minuten Eier in das verwesende Fleisch zu stechen. Daraufhin verendeten auch sie. Angeekelt, doch gleichzeitig fasziniert, beobachtete der Wanderer dieses Schauspiel, das nicht länger als eine Stunde dauerte. Danach waren alle Käfer verstorben. Vor ihm lagen nun ein verwester Kadaver, unzählige Käferleichen und Blut. Unglaublich viel Blut. Der Lebenssaft des Irren war ausgetreten, hatte sich mit anderen Säften vermischt und den Erdboden durchnässt. Schleunigst verließ der Wanderer diesen Ort des Grauens und setzte seine unermüdliche Reise ins Nichts durch den Nebel fort. Das war vor einiger Zeit gewesen. Seitdem hatte er kein menschenähnliches Wesen mehr im Labyrinth angetroffen. Die wenigen, die noch lebten, waren wohl schon längst im Wahnsinn verfallen, durchgedreht, gefressen worden und so weiter und so fort. Er wusste nicht, welche Grauen dieses Labyrinth noch beherbergte. Es galt nun für ihn, ein Versteck für die Nacht zu errichten, lautlos zu sein und jedweden Kreaturen aus dem Weg zu gehen, und mochten sie noch so klein sein. In jener Nacht hörte er Geräusche, schnaubenden Atem. Er erkannte diesen Atem. Er hatte diese Kreatur bereits einmal getroffen. Er kannte sie als ein riesiges, etwa 2 Meter großes, braunbehaartes Tier. Er konnte diesen Körper beinahe mit dem eines Bären vergleichen. 8 Spinnenbeine, schwarz und nicht behaart. Jedes von ihnen etwa 2 Meter lang, die an ihren Enden mit messerscharfen, dicken, gebogenen Krallen wie die eines Tigers ausgestattet waren. Eine Klaue etwa 15 Zentimeter lang, an ihrer dicksten Stelle etwa 7 oder 8 Zentimeter dick.
Auf dem Rücken trug die Kreatur etwa 20 cm lange, stumpfe, fast höckerartige Stacheln, die in einem dunkelgrauen Farbton erschienen. Der Schweif erinnerte fast an die lange, buschige Rute eines Hundes. Der Kopf schien wie eine Mischung aus Hundekopf und Krokodil, mit spitzen, pelzigen Ohren und jenem furchteinflößenden Maul eines Krokodiles. Genauso lang, mit genauso vielen spitzen Zähnen, mit dem Unterschied, dass im Oberkiefer vier riesige Reißzähne saßen. Auf jeder Seite des Maules zwei, direkt hintereinander, der vordere jeweils etwa 15 cm lang, der hintere etwa 10. Die restlichen Zähne hatten die ungefähre Länge von 4 bis 6 cm. Dieses Monster ging nun geradewegs auf das Versteck des Wanderers zu, welches er sich mit Hilfe mehrerer dicker Äste, Moos und Laub notdürftig zusammengebaut hatte. Mit all den Baustoffen, die er in diesem Irrgarten eben finden konnte. Er überlegte instinktiv, dann stand er auf. Er trat gegen sein Versteck, zerstörte es. Er ignorierte seine Angst, seine Gefühle und ließ nur noch einen einzigen Gedanken walten. Mit Tränen in den Augen stellte er sich dem riesigen Monster gegenüber, welches mit seiner Höhe von fast 3 Metern trotzdem nicht über die gut haushohe Hecke des Irrgartens blicken konnte. Nimm mich! Augenblicklich schauten ihn 4 große, gelb-orangene Augen an. Sie fixierten jeder seiner Bewegungen mit ihren tiefschwarzen, senkrechten, schlitzförmigen Pupillen. Mit klappernden Geräuschen, verursacht durch die scharfen Klauen am Ende der langen, schwarz glänzenden Spinnenbeine, näherte sich das Monster in rasender Geschwindigkeit dem Wanderer, welcher sich keine kleinste Regung erlaubte. Es kam ihm fast so vor, als würde das Monster grinsen. Als würde das breite, hässliche Krokodilmaul mit den spitzen gebogenen Zähnen grinsen. Über ihn, über seine Art hier zu stehen. Er lag falsch. Animalische Monster können nicht grinsen. Kurz vor ihm stoppte das Untier. Von oben herab betrachtete es seine auserkorene Beute, welche seinen Hunger für kurze Zeit stillen sollte. Aus seinen Wangen stießen plötzlich blitzschnell eine Art unter der Haut verborgen gelegener Fangklauen heraus, ähnlich der Cheliceren der Spinnen. Allerdings saßen die des Monsters auf beweglichen Armen, welche anscheinend höchst beweglich waren. Vermutlich beinhalteten sie unzählige winzige Knochen, wenn sie nicht sogar gänzlich aus Muskelmasse bestanden. Das Monster schnellte vor und packte den Wanderer mit seinen Klauen. Die Giftzähne an deren Spitzen bohrten sich durch seine Haut, stießen durch seine Organe, pumpten ihm ihr Gift in den Körper. Er dachte noch ein letztes Mal über sein Labyrinth nach. Wahrscheinlich hätte er es niemals lebendig verlassen, denn das Labyrinth hieß Nebel. Was wäre wohl am Ende des Nebels? Er erfuhr es, als er jenes Wort rückwärts aussprach. Er war durch das Leben gewandert. Reflexia. Sicher hast du schon einmal davon gehört, dass es eine zweite Welt hinter den Spiegeln gibt. Oder zumindest dein Unterbewusstsein hat es vermutet. Immer wenn du nachts allein im Bad warst und dich beobachtet gefühlt hast. Immer wenn du hättest schwören können, aus den Augenwinkeln eine Bewegung oder eine schemenhafte Gestalt gesehen zu haben, gerade wenn sich dein Blick von einem Spiegel, einem Schaufenster oder einer anderen reflektierenden Fläche gelöst hatte. Ein Teil von dir hat diese Wahrheit erahnt
egal wie oft dich dein Verstand mit physikalischen Theorien und Erklärungen zu beruhigen versuchte. Und dieser Teil von dir hatte die ganze Zeit recht. Denn es gibt sie wirklich, die Spiegelwelt. Eine Welt, die gänzlich anderen Gesetzen gehorcht als die unsrige. Eine Welt, in der unsere Spiegelbilder oder, wie sie sich selbst gerne nennen, Reflexia, frei und unabhängig umherstreifen. Eine Welt, die fremdartiger, bizarrer und finsterer ist, als du es dir vorstellen kannst. Und dabei doch nur eine dünne Glasplatte entfernt. Vorwort: Die Reflexia sind fremdartige, bizarre Versionen unserer selbst, die uns zwar oberflächlich bis aufs Haar gleichen, aber doch im Grunde nicht unterschiedlicher sein könnten. Sie laufen umher in kargen, leeren, düsteren Landschaften unter unbekannten und sonnenlosen Himmeln, durch feuchte, klaustrophobische Labyrinthe und Korridore, die niemals enden und die ständig in neue, grauenvolle und schreckenverseuchte Kammern führen, auf Treppen, die in sich selbst verdreht in titanische Räume erstrecken und wo sie unablässig verfolgt werden von schwarzen Schatten, huschenden, unbeschreiblichen Monstern und gestaltloser Angst. Einige der Reflexia sind allerdings sogar noch viel schlimmer als alle Schrecken und Ungeheuer, von denen sie gejagt werden. Sie sind sadistische, hinterhältige und durch bösartige Kreaturen. Andere der lebenden Spiegelbilder sind hingegen bedauernswerte Geschöpfe. Ängstlich, traurig, rastlos und verletzlich. Wie du es dir anhand meiner Beschreibung sicher schon denken kannst, ist die Welt der Reflexia im Grunde nichts weiter als ein gestaltgewordener Albtraum, in der nicht einmal die verdrehtesten und perversesten Geschöpfe auch nur annähernd so etwas wie eine Heimat finden könnten. Wer kann es ihnen also verdenken, dass sie einen Weg in unsere Existenzebene suchen, wo ihre Heimat doch aus nichts anderem als Trauer, Leere und Angst besteht? Dies ist auch der einzige Grund, aus dem sie überhaupt versuchen, uns und unsere Umgebung im Spiegel zu imitieren. So haben sie zumindest das Gefühl, dass sie einen kostbaren Moment lang von etwas Licht, Leben und Geborgenheit umgeben sind. Andernfalls gäbe es womöglich gar keine Spiegelbilder. So fremdartig und fern dir all dies auch erscheinen mag, du kannst dennoch mit der Welt hinter den Spiegeln Kontakt aufnehmen, falls es dich nach Abenteuern gelüstet, wenn dir in deinem Leben die Aufregung fehlt oder dich die Neugier innerlich zerfrisst und du über etwas ganz genau Bescheid wissen willst. Denn mit der Hilfe der Reflexia kannst du selbst geheimste Dokumente lesen, Menschen deiner Wahl aus dem Spiegel zuschauen und an Orte gelangen, zu denen du sonst niemals Zutritt hättest. Oder du kannst deinen Reflexia einfach nur um Rat fragen. Denn da sie selbst durch jeden Spiegel gelangen und sehen können, bekommen sie eine Menge von all den Dingen mit, die den meisten Menschen verborgen bleiben. Doch sei gewarnt, einige von jenen, die hinter den Spiegeln leben, mögen angenehme und dankbare Gesprächspartner sein, die einfach nur Ablenkung von ihrem Elend suchen und dir von vielen Wundern aus deiner und ihrer fremden Welt berichten können. Andere Spiegelwesen jedoch haben mehr als nur den Austausch von Informationen im Sinn. Sie sehen sich vielmehr nach dem Austausch von Existenzen. Oder genauer gesagt, sie wollen dich in den Spiegel locken und dann deinen Platz einnehmen. Sie werden sich mit deinen Freunden treffen, mit deinem Partner schlafen, deinem Beruf nachgehen und dich in jeder nur denkbaren Hinsicht ersetzen. Du hingegen wirst von nun an auf ewig gefangen sein. Gefangen in einer Welt, deren grausame Gesetze du nicht einmal kennst und aus der du niemals wieder entfliehen kannst. Es sei denn, du bringst einen anderen Unglücklichen dazu, deinen Platz einzunehmen. Gegen seinen Willen, versteht sich. Das Gefährlichste an all dem ist, dass sich auch die bösartigen Spiegelwesen zunächst als Freunde tarnen, bevor sie dich in einem unbedachten Moment in ihre Welt ziehen. Sei also auf der Hut und führe das hier beschriebene Ritual nur aus, wenn du seelisch und geistig gefestigt und dir der Risiken in jeder ihrer düsteren Konsequenzen bewusst bist.
Die Reflexia haben eine gewisse Tendenz, deinen Charakter zu spiegeln. Wenn du also verschlagen und hinterhältig bist, hast du gewisse Chancen, dass dein Reflexia seinerseits freundlich und aufrichtig sein wird. Umgekehrt haben nette und naive Menschen das größere Risiko, auf der falschen Seite des Spiegels zu enden. Aber das ist nur eine Faustregel und es ist gefährlich, sich darauf zu verlassen. Oft genug verhält es sich nämlich auch genau andersherum. Die Vorbereitung. Trotz ihres Wunsches, in unsere Welt zu gelangen, sind die Geschöpfe aus dem Spiegel scheue Wesen. Lärm, Elektrizität, Menschenmengen, Musik und zu viel Licht schrecken sie ab. Am besten funktioniert das Ritual deshalb, wenn du in ein abgelegenes Haus auf dem Land fährst. Idealerweise sogar ein leerstehendes und seit langem verlassenes. Doch es kann auch funktionieren, wenn du es mitten in der Stadt durchführst. Stelle in jedem Fall sicher, dass es Nacht ist und du dich ganz allein in deinem Haus oder deiner Wohnung befindest. Am besten sollte es um dich herum vollkommen still sein. Alle Räume, außer dem Raum, in dem der Spiegel steht, sollten dunkel sein. Lasse keine elektrischen Geräte angeschaltet. Am besten nimmst du sogar komplett die Sicherung raus. Je stiller es in deinem Spiegelraum ist, desto besser wird das Ritual funktionieren. Zudem solltest du keine Gegenstände im Raum haben, die geeignet wären, einem Spiegel Schaden zuzufügen. Es kann sogar hilfreich sein, selbst deine Hände in dicke, weiche Handschuhe zu hüllen. Zu guter Letzt empfehle ich dir, bei der Durchführung des Rituals so unausgeschlafen und erschöpft wie möglich zu sein. Du könntest zum Beispiel die Nacht durchmachen oder dir gegen 3 Uhr früh den Wecker stellen. Denn wenn du sehr müde bist, ist der Schleier zwischen den Welten viel dünner und zerbrechlicher. Außerdem sind dann deine Reflexe schwächer und dein Verstand ist nicht so klar und scharf wie gewohnt. Und das ist durchaus hilfreich für das Ritual. Denn, wie gesagt, die Reflexia sind scheu und wollen dir in jedem Fall ebenbürtig oder besser noch überlegen sein, wenn sie erscheinen. Je verletzlicher, erschöpfter und einsamer du gerade bist, je mehr Angst und Unsicherheit du verspürst, desto eher werden sie auch bereit sein, sich zu zeigen. Natürlich ist das ein Risiko, aber sind wahre Abenteuer nicht immer riskant? Bei der Wahl eines geeigneten Spiegels hast du grundsätzlich freie Hand. Natürlich bietet es sich an, einfach den größten und am besten gelegenen Spiegel zu benutzen, der sich in deiner Wohnung befindet. Aber die größten Chancen auf Erfolg bieten dennoch besonders hübsche, antike und reich verzierte Spiegel. Die Reflexia haben eine Vorliebe für derart verspielte und wertvolle Objekte. Am wichtigsten aber ist, was du empfindest, wenn du in einen Spiegel blickst. Nur wenn er sich für dich richtig anfühlt, solltest du ihn auch für das Ritual in Erwägung ziehen. Das Ritual. Sobald du den passenden Spiegel ausgewählt und die richtigen Bedingungen geschaffen hast, kannst du mit dem Ritual beginnen. Es ist im Grunde sehr einfach. Platziere dich genau vor dem Spiegel, sprich 3-mal die Worte "Zeige mir, was jenseits liegt" und sieh dich dann einfach so lange konzentriert im Spiegel an, bis der natürliche Schutz zerbricht, der dich vor dem Wesen hinter ihm schützt. Blinzle dabei so wenig wie möglich und sieh zwischendurch nirgendwo anders hin. Sobald du beginnst, dir selbst im Spiegel unheimlich und fremd vorzukommen, wie eine völlig andere und unabhängige Person, bist du auf dem richtigen Weg. Es kann sein, dass du es einige Male probieren musst, bis du Erfolg hast. Aber sobald es funktioniert, wird dein Gegenüber im Spiegel ganz kurz blinzeln, mit dem Finger zucken oder den Kopf bewegen, selbst wenn du es nicht tust. Und wenn du ganz viel Glück hast, wird er anfangen, mit dir zu sprechen. Mit deiner Stimme, die so klingt, als würden 100 spitze Nägel über eine Glasplatte gezogen. Wenn du aber etwas weniger Glück hast, wird er seine kalte, gläserne Hand direkt durch den Spiegel schieben und dich mit einem kräftigen Ruck zu sich ziehen. In diesem Fall solltest du hoffen, dass du in deinem Leben genug Horrorfilme und Geschichten gesehen und gelesen hast. Denn dann weißt du immerhin, wie ab jetzt jeder einzelne deiner Tage aussehen wird.
Sindil. Der Mann strich mit dem Zeigefinger über das vergilbte Papier und erschauderte, als das raue Material an seiner Haut rieb. Was hat uns nur hierher gebracht, Nostradamus? An diesen absolut seelischen Tiefpunkt, fragte er ins Nichts und seufzte. Er erntete nur Schweigen. Natürlich. Die Zukunft war nur noch ein Hirngespinst der Vergangenheit. Und es schnürte ihm die Kehle zu, wenn er an das heraneilende Ende dachte. Zögerlich schaute er auf und ließ den müden Blick aus dem Fenster schweifen, das beinahe blind von Schmutz und Alter war. Der Himmel war gelblich-braun, wie an jedem Tag, und die Sonne nur noch ein kleiner, blasser Schimmer, dem es kaum gelang, definierbare Schatten am verödeten Grund zu werfen. Die gigantischen Gebäude, welche die gesamte Planetenoberfläche bedeckten wie ein Heer von Giftpilzen, waren zum Großteil verfallen, geschliffen von der Zeit und nur noch spärlich bewohnt. Die Nahrung reichte schon seit vielen Dekaden nicht mehr aus, um die Bevölkerung zu versorgen, also sah man sich gezwungen, Ausweichmöglichkeiten zu finden. Ein Zittern fuhr über seinen ausgemergelten Körper. Trotz der Windstille und der erdrückenden Hitze, die sich durch die leergefegten Straßen quälte, wie ein verendendes Tier. Der Mann blickte zurück in den kargen Raum, der ihn in den letzten 3 Dekaden hatte überleben lassen, und ließ sich schwer auf seinen knarzenden Schemel fallen. Die Statik und Ausweglosigkeit seiner Situation bohrte sich schmerzhaft in sein Gehirn, fraß sich tief in ihm durch die Eingeweide, bis er es nicht mehr ertragen konnte, kreischend aufsprang, seine Hände gegen die zerkratzte Steinwand presste und immer wieder seinen Schädel dagegen schmetterte. Immer wieder, bis Blut aus seiner Stirn sickerte und ihm in die brennenden Augen tropfte. Ein blassroter Schleier legte sich über seine Welt, und für einen Augenblick wünschte er, diese Art der Wahrnehmung würde ewig andauern. Doch dann rollten 1-2 blutige Tränen aus seinen Augenwinkeln, und alles wurde wieder grau. Nostradamus! Oh Gott! Nostradamus! Wo bist du? Warum hast du uns wissentlich in diese Hölle rennen lassen? Warum? Ein krampfartiges Schluchzen quoll aus seiner ausgedörrten Kehle und schüttelte seinen Leib. Warum? Fragte er noch einmal gebrochen. Dann raffte er sich auf, wankte auf sein Schreibpult zu und beugte sich wieder über die alten Schriften. Weil ich wusste, dass ich eines Tages mit dir sprechen werde. Er fuhr zusammen. Was? Wer? Ich wusste, dass ich eines Tages mit dir Kontakt aufnehmen kann, Sindil. Woher kennst du meinen Namen? Ich kenne jeden Namen. In der Vergangenheit, der Gegenwart, als auch der Zukunft. Ich weiß alles. Sindil fasste sich an die blutverschmierte Stirn und stöhnte. Ein grauenhafter Kopfschmerz tobte im Inneren seines Schädels. Wieso sprichst du erst jetzt zu mir? Ich habe dich bereits so oft gerufen. Anklagend blickte er in die leere Zimmerecke. Sindil, sagte die Stimme scharf und ließ ihn zusammenzucken wie unter einem Peitschenhieb. Fordernd zu reden steht dir nicht zu. Folge allein meinen Anweisungen und du wirst diese verkommene Welt verändern. Ich will, dass du mein Nachfolger wirst. Sindil stand zitternd auf und lehnte sich an die schmutzige Wand. Alles um ihn herum drehte sich. Nein, die Welt nahm ihre wahre Gestalt an. Plötzlich hatte er das Gefühl, klarer sehen zu können als jemals ein Mensch zuvor. Sein Geist schien sich auszudehnen, die Grenzen seines engen Hirns zu durchbrechen und sich über das gesamte Universum hinweg zu erstrecken. Ein grauenerfüllter Schrei wand sich aus seiner Brust nach draußen und erschallte schrecklich und schön zugleich. Die Welt erbebte. Dann
versank sie wieder im Stillstand. Geh ans Fenster und zieh nach unten auf die Straßen. Sindil überwand den Schwindel und starrte auf den staubigen Asphalt, der sich viele hundert Meter unter ihm durch das Gewirr der verfallenen Wohntürme schlängelte. Dort bewegte sich etwas. Ein winziger dunkler Fleck im gelblichen Dämmerlicht. Mit zusammengekniffenen Augen erkannte der Mann, dass es sich dabei um einen Mensch handelte. Plötzlich gesellten sich zwei weitere dunkle Gestalten dazu. Die erste rannte, allerdings nicht weit. Sie fiel. Die zwei anderen umringten sie, ließen nicht von ihr ab. Und dann breitete sich ein größer werdender Schatten auf dem lehmfarbenen Untergrund zu ihren Füßen aus. Sindil wandte sich erschöpft ab. Er wollte nicht mehr. Nein, wurde der Seher in ihm. Verharre, folge meinem Worten. Und dann begann der große Nostradamus einen Monolog, dessen Inhalt nicht von dieser Welt war und der bis daher unausgesprochenes Grauen enthielt. Sindil schrie, zerkratzte sich die Haut an Armen und Gesicht, wollte sich mit glühenden Nadeln das Hirn aus dem Schädel kratzen, doch der Prophet schwieg nicht. Als sich Sindil vor Qualen aus dem Fenster stürzen wollte, verwehrte sein Meister ihm diesen Wunsch und er musste gezwungenermaßen gehorchen. Nach Äonen, so schien es dem Mann, endete Nostradamus seinen Vortrag und verstummte. Sindil, der zuckend am Boden lag, brauchte eine Weile, um sich zu erholen. Speichel rann aus seinen eingerissenen Mundwinkeln, sammelte sich im Staub zu kleinen Pfützen an und Blut floss aus seinen Augäpfeln. Irgendwann hatte er genug Kraft gesammelt, um sich am Schreibtisch hochzuziehen und einen kurzen Blick aus dem milchigen Fenster zu werfen. Entgegen seiner Erwartung waren die Gebäude noch nicht zu Staub zerfallen und nicht einmal die schwächliche Sonne hatte sich dem Horizont weiter genähert. Sindil strich mit dem Zeigefinger über das vergilbte Papier und erschauderte. Dort lagen die letzten noch existenten Schriften des Necronomicons. Die allerletzten. Plötzlich wurde sein verzagtes Herz von Stolz erfüllt. Er war der letzte lebende Nachfahre Abdul al-Hazrets. Er war der Besitzer des letzten Necronomicons. Er hatte mit Nostradamus gesprochen und war sein Schüler geworden. Er war Sindil. Sakamu war Sindil. Der letzte Überlebende. Die Welt lag in Trümmern und er würde sie von dem letzten Rest an Schmutz befreien, der noch auf ihr existierte. Schwankend stand er auf und griff nach der verstaubten Axt, die unter seinem Schreibtisch lag. Dann machte er sich auf den Weg nach unten. Er verließ zum ersten Mal nach 3 Dekaden den Turm, der ihm so viele Jahre lang Schutz geboten hatte. Er brauchte diesen Schutz nicht mehr. Denn er war nicht mehr allein. Er brauchte lange, beinahe 2 Stunden, bis er unten angekommen war und sich sein Körper an den höheren Luftdruck gewöhnt hatte, er klar sehen und atmen konnte. Er machte ein paar Schritte nach draußen und spürte zum ersten Mal seit einer Ewigkeit das wärmende, wenn auch schwache Sonnenlicht auf seiner Haut. Dann stieß er auf die Leiche. Man hatte sie sauber filetiert und ausgenommen. Alle verwendbaren Teile gestohlen. Anhand der Kleidung erkannte Sindil, dass es sich um eine Frau gehandelt haben musste. Schwere Stiefelabdrücke waren um sie herum verteilt, denn das Schlachtfest hatte einen wahren See aus schwarzem Schlamm hinterlassen. Staub und Asche, gemischt mit Blut. Der Schlick trocknete bereits und Fliegen surrten um den Kadaver. Sindil warf einen spähenden Blick in das Gewirr der Häuserschluchten. Dann schulterte er seine Axt und folgte den feuchten Spuren, die sich von dem Leichnam wegbewegten. Er schlurfte langsam durch die Straßen, ganz ruhig und gemächlich. Früher oder später würde er dem ersten Abschaum begegnen. Die Axt glänzte matt in der Sonne. Er war bereit.
Wille Gottes. Der alte Mann stand einfach da und starrte in die neblige Luft der Innenstadt, während er monoton Bibelverse zitierte. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, bessert euer Leben und Wesen. So will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Alle gingen an ihm vorüber. Die wenigen, die ihn beachteten, rümpften die Nase über seine ungepflegte Erscheinung. Und du sollst für dies Volk nicht bitten, und du sollst für sie keine Klage noch Gebet vorbringen. Auch nicht sie vertreten vor mir, denn ich will dich nicht hören. Wieder gab es keine Reaktion. Weder die Menge noch der Prediger reagierten auf diesen eklatanten Mangel an Kommunikation. Sie ignorierten sich gegenseitig und fuhren völlig anteilnahmslos in ihrem Treiben fort. Aber sie wollten mich nicht hören, noch ihre Ohren neigen, sondern waren halsstarrig und machten's ärger denn ihre Väter, schrie der Mönch wütend. Aber niemand verstand, was ihn überhaupt erregte. Nicht einmal der junge Mann, dem er praktisch ins Gesicht schrie. Entschuldigen Sie vielmals, stammelte der Heranwachsende. Habe ich etwas verkehrt gemacht? Ah, Moment, Sie sammeln Spenden, oder? Schauen Sie, ich habe heute einen guten Tag und Sie bekommen von mir... Wollen wir mal sehen. Er kramte seine Geldbörse hervor und verzog verdrießlich sein Gesicht, als er nur Kupfermünzen und große Geldscheine vorfand. Schneide deine Haare ab und wirf sie von dir und... Wehklage auf den Höhen, denn der Herr hat dies Geschlecht, über das er zornig ist, verworfen und verstoßen, klagte der Gottesmann weiter, den Versuch einer Spende völlig ignorierend. Sammeln Sie gar nicht, oder wie? Was mag mich in meinem Jammer erquicken? Mein Herz ist krank, kam es als Antwort. Mit Geld war diesem Prediger wohl nicht zu helfen. Wissen Sie, wenn Sie gar kein Geld sammeln, dann finde ich das ehrenhaft. Ich halte sowieso nichts von diesen angeblich frommen Menschen, die nur hinter Spenden her sind, redete der junge Mann weiter. Wissen Sie, ich habe heute einen freien Tag. Die Uni ist geschlossen und ich bin gut drauf. Aber ich kann Ihre Botschaft einfach nicht verstehen. Nehmen Sie mir das nicht übel. Ich würde gerne, aber... Wo ist jemand, so erfällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, so er irre geht, der nicht gerne wieder zurechtkäme? Er schien sichtlich erbost. Was meinen Sie? Er argwöhnte, dass der Prediger einfach geistesgestört war. Aber es missfiel ihm, voreilig über Leute zu urteilen. Irgendetwas Besonderes war in diesem alten Mann, der unermüdlich in seinem abgewetzten Ölzeug dastand und in stoischer Beharrlichkeit kryptische Botschaften verbreitete. Ihre falschen Zungen sind wie mörderische Pfeile. Mit ihrem Munde reden sie freundlich gegen den Nächsten. Aber im Herzen lauern sie auf ihn, mahnte er weiter, den Student ignorierend. Dieser wandte sich ab und wollte gerade gehen. Da rief ihm der alte Mann etwas zu, das ihn verblüffte. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Seine Stimme änderte sich. Sie war nun nicht mehr verbittert und wild, sondern belehrend und fest. Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Darüber muss ich länger nachdenken, antwortete der Student und drehte sich noch einmal zu dem Mönch um. Aber ich glaube, ich habe Sie verstanden. Danke für Ihre Ratschläge. Seine müden Augen wirkten nun unglaublich intelligent, fast beängstigend, als er den Studenten musterte. Dein Glaube hat dich gerettet, sprach er und segnete ihn. Geh in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Dann gab er dem Studenten die Hand. Es war der starre Griff eines Toten.
Unter seinem bleichen Glacé-Handschuh schienen sich nur scharfkantige Knochen zu befinden und die Hand war eiskalt. Der Student erschauderte, aber schnell fiel ihm eine plausible Erklärung ein. Es war bloß eine Armprothese. Ohne etwas zu sagen, verließ er den Ort, andächtig schweigend. Während des Heimwegs grübelte er ausgiebig über diese denkwürdige Begegnung. An jenem Tage sollte vielen Leuten noch Böses widerfahren. Etliche würden schon bald über verschwommene Sicht und zitternde Hände klagen. Mancher würde auch von fremdartigen Kopfschmerzen berichten oder von einem seltsamen Zustand der Orientierungslosigkeit, einer diffusen Unruhe und beklemmende Brustenge, einem Gefühl, als würde das Herz nur widerwillig schlagen. Keiner aber sollte es mit dem heruntergekommenen Mann in Verbindung bringen, der in seinem Allwettermantel endlos Verse zitierte. Und schon bald sollte alles wieder vergessen sein, denn das war nichts Bedeutendes. Nur eine üble Trübung der Befindlichkeit, die vorüberzieht. Von all dieser Beschwerlichkeit ahnte der gesegnete Student nichts. Er begab sich auf dem schnellsten Weg zurück in seine WG im Wohnheim. Als er dort angekommen war und man ihn mit Bier und Pizza begrüßte, vergaß er die Worte des Mönches, die ihn erst so beeindruckt hatten. Er nahm ein Stück von der Margarita und setzte sich vor dem Fernseher, wo gerade ein merkwürdiger Film lief. Eine moderne Aufmachung der Kreuzigung Jesu. Die Ironie dieser Situation verstand er jedoch nicht mehr, weil er unerwartet eines grausamen Todes starb. Seine Hände zermalmten die Pizza, von der er gerade ein Stück abreißen wollte, und mächtige Krämpfe schnürten ihm die Luft ab, während die Nackenmuskeln von dem eiligen Wunsch beseelt waren, sein Genick zu brechen. Die Mitbewohner konnten das Ausmaß seiner Schmerzen nur erahnen. Es war ihm nicht mehr möglich zu sprechen, denn der Würgegriff der Krämpfe war felsenfest. Keine Luft blieb zum Schreien. Das Zwerchfell drohte die Lunge zu zerreißen. Schnell wurde er von diesem qualvollen Zustand erlöst. Denn schlagartig lockerte sich seine Muskulatur und er sackte in sich zusammen. Seine besorgten Mitstudenten legten ihn behutsam auf das Sofa und deckten ihn zu. Es schien, als würde er schlafen. Ein sanftes Lächeln auf seinem Gesicht. Er sah so friedlich aus. Niemand ahnte, dass er bereits eine Leiche war. Der herbeigerufene Notarzt stellte jedoch rasch den Tod fest. Die plötzlichen Krämpfe wurden als Symptome des Enthirnungssyndroms gedeutet und es wurde ein Fallbericht verfasst, der später in einigen medizinischen Journalen auftauchen sollte. Das war ein weiterer Fall von spontanem Hirntod ungeklärter Ätiologie. Eine mysteriöse Krankheit, die als spezielle Form des Schlaganfalls interpretiert wurde. Ein sporadisches Auftreten wurde seit etwa einem halben Jahr beschrieben. Die Fachwelt war ratlos. Diese Entwicklung galt als besorgniserregend, doch es gab keine Hinweise auf ein ansteckendes Potenzial. Daher berichteten nur die Lokalzeitungen über die Tode. Niemand verstand, was vor sich ging, so wie niemand die Worte des alten Predigers verstand. Die regionale Boulevardpresse schrieb von einer Horrorseuche, während die seriösen Zeitungen nichtssagende Interviews mit Fachärzten aus der örtlichen Uniklinik veröffentlichten. Der alte Toxikologe legte gelangweilt seine Zeitung beiseite und widmete sich wieder dem schwarzen Kaffee, der vor ihm auf dem Tisch stand. Es war den Ärzten offensichtlich unmöglich, die wahren Hintergründe zu erkennen. Er hatte aber auch nichts anderes erwartet. Niemand würde jemals bemerken, dass es gar keine rätselhafte Krankheit gab. Dass es in Wirklichkeit giftige Phosphorsäureester waren, an denen die Menschen starben. Sie wirkten in einer so geringen Dosis, dass es kaum möglich war, sie nachzuweisen, selbst wenn jemand eine Ahnung gehabt hätte, wonach zu suchen war. Und ihre Wirkung entfalten sie, indem sie untrennbar mit Rezeptoren im zentralen Nervensystem verschmolzen. Es war unmöglich, sie aus dem Gehirn der Opfer zu isolieren. Wie sollten sie es auch herausfinden? Sie konnten es doch gar nicht verstehen, denn die Erklärungen in den Lehrbüchern waren allesamt falsch.
Phosphorisäureester wirkten zwar wie überall beschrieben an der Acetylcholinesterase, aber die Hemmung dieses Enzyms war nicht die Quelle ihrer tödlichen Eigenschaften. Es gab ein viel verwundbareres Ziel im menschlichen Körper, das jedoch nie in der öffentlich einsehbaren Literatur beschrieben wurde. Die Acetylcholinesterase konnte gar nicht das einzige Ziel sein. Er hatte vor einigen Jahren den Beweis selbst gesehen. Labormäuse, bei denen dieses Enzym vollständig ausgeschaltet wurde. Es waren bejammernswerte Kreaturen, die am ganzen Körper zitterten. Sie waren scheußlich abgemagert und ihnen liefen beständig Schleim aus dem Maul, den Augen, der Nase und sogar in den Ohren setzte er sich ab. Das alles aber änderte nichts daran, dass sie lebten. Tagelang, wochenlang und monatelang. Ein Leben ohne dieses Enzym war möglich. Seine Hemmung führte nicht zwingend zum Tod. Manches würde man sogar noch in den Fachzeitschriften finden, wenn man sorgfältig suchen würde. Das Ziel, an dem die Gifte angriffen, um den sofortigen Tod zu bewirken, aber galt weiterhin als unbekannt. Die Öffentlichkeit kennt stets nur die Oberfläche. Was in der Tiefe liegt, bleibt ihr verborgen. Sie hatten das Ziel schon längst identifiziert und Stoffe gefunden, die 10.000-fach schneller und selektiver angriffen als alle bekannten Gifte. Aber das wurde unter Verschluss gehalten. Es war eine selbstlose Arbeit, denn kein Ruhm und kein Preis standen in Aussicht. Kaum jemand sollte je davon Notiz nehmen und gleichzeitig war der Umgang mit den Substanzen lebensgefährlich. Ein Bruchteil eines Tropfen reichte aus, um bei bloßem Hautkontakt unausweichlich den Tod herbeizuführen. Trotz penibelster Sicherheitsmaßnahmen nagten die Gifte an der Gesundheit der Forscher. Während der Jahre, in denen er auf diesem Gebiet forschte, jeden Tag in der ständigen Angst, es könnte sein letzter sein, hatten er und seine Kollegen zu Gott gefunden. Erst war es nur ein diffuses Gefühl, eine Ahnung. Doch dann wurde es von Tag zu Tag deutlicher. In den Gebeten blieb der Herr nicht mehr stumm. Er begann zu sprechen. Zunächst bemerkten sie nur ein Flüstern, das man kaum hören konnte. Doch dann wurde es beständig lauter. Geflügelte Wesen begleiteten sie bei all ihren Versuchen und wiesen ihnen den rechten Weg hin zu immer tödlicheren Giften. Später verlor er bei einem Unfall seinen rechten Unterarm. Man schlug ihn kurzerhand mit einer vorher bereitgelegten Axt vor dem Ellbogen ab, als ihm eine Lösung über die Hand gelaufen war, und rettete so sein Leben. Seitdem konnte er die Sprache der Engel verstehen. Seine Kollegen und selbst der Projektleiter fragten ihn oft um Rat, denn nur er verstand, was die Boten Gottes sagten. Aber alle sahen die schwarzen Schatten mit den langen Flügeln an den Wänden langlaufen. Sie selbst verkündeten Gerechtigkeit und Wahrheit. Was sie sprachen, war Weisheit. Und ihren Befehlen war sofortige Folge zu leisten. Selbst der Direktor verstand die Notwendigkeit, denn das Gelingen des Projektes war von der Gnade Gottes abhängig. Da waren sich alle einig. Deshalb wagte auch keiner, Fragen zu stellen, als die Engel anfingen, Menschen Opfer zu fordern. Nachdem er den Kaffee ausgetrunken hatte, verließ er eilig das Café, denn die Zeit drängte. Heute sollte er zwei Seelen in den Himmel führen.